Wir wollen über Open Educational Resources sprechen, heute mit Sandra Schön. Sandra, magst du dich zuerst selbst vorstellen? Wenn man es selbst macht, ist es zwar immer eine unhöfliche Situation, eigentlich muss der Gastgeber es ja machen, aber beim Podcast können die Zuhörer dann gleich die Stimme mit der Person verbinden. Okay, mache ich gerne. Hallo Jöran. Mein Name ist Sandra Schön, ich arbeite bei der Salzburg Research Forschungsgesellschaft. Das ist die landeseigene Forschungsgesellschaft des Landes Salzburg eben. Wir arbeiten in Projekten rund um IT im weitesten Sinne und ich speziell zum Thema Social Media, also das Arbeiten, das Lernen mit Social Media, und habe da bei Salzburg Research begonnen mit einem Projekt 2006, das sich eben mit Open Content beschäftigt hat, und bin dem Thema treu geblieben, weil es einfach auch mein privates Steckenpferd ist. Nebenbei bin ich auch ehrenamtlich aktiv und mache auch medienpädagogische Projekte mit Jugendlichen, und die wirklich über den gemeinnützigen Verein BIMS e.V. in Reichenhall ab. Fangen wir mal ganz allgemein mit dem Thema an. Du bist unser Gesprächspartner für die Wissenschaftspraxis, auch weil du ein bisschen quer drauf guckst. Also du sitzt ja nicht jeden Tag in einer Hochschule, sondern nicht mal jeden Tag in einer Forschungseinrichtung. Also du bist Teil des Ganzen, publizierst ja auch ganz viel, das ist wahrscheinlich mehr als jemand, der in einer Hochschule sitzt teilweise, guckst aber so quer da drauf. Wie ist deine Wahrnehmung im Moment? Januar 2015? Ganz viel wird über OER diskutiert, aber ist das tatsächlich ein Praxisthema? Ist das jetzt was, was jeden täglich auf dem Gang in der Mensa beschäftigt? Ich lebe natürlich so wie du auch in einer OER-Blase. Wir nehmen sehr viel wahr rund um das Thema, weil es einfach unser Thema ist. Und da kann ich natürlich schon jetzt auch eine relativ lange Zeit zurückschauen. 2006, wo ich eben angefangen habe in einem EU-Forschungsprojekt OLCOS. Das war das erste Forschungsprojekt, das sich dezidiert zum Thema OER beschäftigt hat. Und damals aber nicht unter dem Begriff OER, weil es den noch gar nicht gab. Es hieß einfach Open Digital Content, ich glaube for Educational Purposes. Und der Begriff OER wurde parallel quasi erfunden, auch im Jahr 2006 oder 2007, und hat sich dann aber eben halt verselbstständigt und durchgesetzt, obwohl es ja doch ein sehr sperriger Begriff ist. Und wenn ich jetzt diese Zeit anschaue, von 2006 bis 2015, ist natürlich wahnsinnig viel passiert. Und deshalb bin ich auch sehr entspannt und auch sehr optimistisch, was zukünftig sich entwickeln wird, weil wir einfach von einer Situation, wo es nicht mal einen Begriff gab, den wir gemeinsam hatten, bis heute, wo es schon mehrere Anhörungen gab beim Bundesministerium, wo erste Fördergelder dezidiert ausgesprochen worden sind, wo Ausschreibungen üblicherweise auch eine OER-Option zumindest nennen, wenn es auch nicht obligatorisch ist. Von dahin ist schon wahnsinnig viel passiert, und das macht mich auch ganz optimistisch. Aber natürlich sind wir nicht in einer Situation, wo sich jeder damit auf dem Hochschulgang beschäftigt oder noch gar nicht, also viele oder die allermeisten noch gar nicht wissen, was sich hinter dem Begriff OER versteckt. Ähnlich auch wie im parallel ähnlich gehypten Begriff MOOC, ist ja auch so ein Begriff, wo wir so das Gefühl haben, oder ich habe zumindest oft das Gefühl, das müsste eigentlich jeder kennen, der im Bildungsbereich tätig ist. Und wenn man dann halt die Praxis sieht, dass halt viele Leiter von Bildungseinrichtungen von dem Begriff noch nie was gehört haben, sehen wir halt einfach, dass wir in einer Blase leben. Aber OER hat sich unglaublich entwickelt, hat sich viel getan, und das, wie gesagt, stimmt mich sehr positiv, dass da auch jetzt noch wirklich nachhaltig jetzt auch was passiert und weitergeht. Wenn wir jetzt mal einen wissenschaftlichen Mitarbeiter nehmen, vielleicht auch einen Professor, der sich nicht mit dem Thema auf der Metaebene beschäftigen will, sondern sagen wir, wozu forscht er denn mal und was lehrt der? Ein Biologiedidaktiker? Welche Relevanz hat denn das Thema überhaupt für den? Was würdest du ihm sagen, wenn der dich auf dem Mensagang fragen würde? Ich glaube sogar, dass es unglaublich viele von diesen Personen gibt, die quasi OER machen, weil es ihnen einfach ein Bedürfnis ist, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, es anders zu machen. Das ist in der Informatik vielleicht noch ein bisschen häufiger, wo es noch Affinitäten oder Verbindungen zur Open-Source-Debatte gibt. Es ist da üblich, wo Open Access publiziert wird, also Open Access im Sinne von der Definition von der Budapester Initiative, die ist nämlich äquivalent zur OER-Definition. Also da mache ich faktisch OER, wenn ich mit Open Access publiziere, was ähnlich offen lizenziert ist. Also ich glaube eben, dass es sehr viele gibt, die das einfach machen und die auch in ihrem Fachgebiet ganz top sind und gar nicht auf die Idee kommen, sich auch noch in OER-Debatten oder Initiativen irgendwo zu betätigen, einfach weil es auch ihre Ressourcen gar nicht erlauben. Und es muss ja auch nicht jeder quasi sich
jeder, der sich umweltbewusst verhält, ist ja nicht gleich in einem ökologischen Fachverband aktiv. Und ich glaube, bei OER ist es ähnlich. Und das macht es natürlich jetzt nicht sehr einfach, vor allem wenn ich versuche, in Hochschulen Impulse zu setzen, die strategisch sind, weil die halt dann üblicherweise von einem hochschuldidaktischen Zentrum ausgehen sollten oder von der E-Learning-Abteilung, weil die quasi erstmal herauskriegen müssen, wo es eigentlich in der Hochschule schon Leute gibt, die das eh machen. Und ich gehe davon aus, dass es in jeder mittelgroßen Hochschule jemand, mindestens eine Person gibt, die da schon sehr viel macht, auch sehr viel Erfahrung hat, aber sicher gar nicht zu dem Thema publiziert. Also die machen halt einfach YouTube-Videos im Rahmen von ihren Lernveranstaltungen, die offen lizenziert sind, weil sie gar nicht irgendwie es anders machen wollen. Also vielleicht auch gar nicht richtig bewusst oft, aber wird halt frei lizenziert und an die zu kommen, ist halt sehr schwierig. Gerade wenn die vielleicht noch, was das Ganze noch schlimmer macht, quasi gar nichts mit dem Begriff Open Educational Resource anfangen könnten, was ich mir durchaus auch vorstellen kann. Die 90% oder 99% anderen, die sich vielleicht über die Lizenzen noch gar keine Gedanken gemacht haben, was würdest du denen als Relevanz erklären? Was hat das für sie? Warum könnte OER oder ob die Frage nach der Lizenzierung für die ein Thema sein? Also ich glaube nicht, dass sie sich dagegen entschieden haben, ist dahinter meine Frage, sondern ich glaube, dass sie sich einfach überhaupt nicht damit beschäftigt haben. Ich glaube, dass es erstens der Prozentsatz kleiner ist, also ich glaube, dass der Prozentsatz der Aktiven ist, die zumindest von Zeit zu Zeit OER machen, dass der größer ist. Wirklich auch aus der Not, also quasi aus der Konsequenz heraus, dass sie in einem Journal veröffentlicht haben, wo die Lizenz entsprechend offen ist und sie das quasi gar nicht vielleicht bewusst machen. Ich glaube aber, dass es ein bisschen größer ist zumindest der Anteil der Aktiven. Ja, aus Perspektive der Argumente, wieso soll jemand OER machen, gibt es natürlich verschiedene Brillen. Ich kann jetzt mal die Brille als Steuerzahlerin aufsetzen und da muss ich halt sagen, jemand, der in einer öffentlichen Einrichtung arbeitet, von praktisch auch von meinen Steuermitteln finanziert wird, da erwarte ich, dass er auch was macht, was der Allgemeinheit zugutekommt. Und dann ist für mich natürlich die Konsequenz die, dass es einfach fein wäre, wenn diese Sachen, die da produziert werden, um gute Lehre zu machen, um auch wissenschaftlich zu arbeiten, also es gilt für Open Access wie auch für Open Educational Resources, dass es dann allgemeiner zur Verfügung gestellt wird und es geht halt nur unter diesen freien Lizenzen. Aus Perspektive der Forscher an sich ist es natürlich beim Thema OER ein bisschen kritischer, beim Thema Open Access, da kann ich glaube ich ganz rational sagen, ihr habt eine weitere Verbreitung, ihr werdet öfter zitiert, da gibt es viele Studien, die das auch belegen. Beim Thema OER ist natürlich das Problem, dass in der wissenschaftlichen Karriere die Bildung oder die Lehre ja nicht so wichtig ist und dass ich eigentlich keine, also in dem Bewerbungsverfahren habe ich nichts davon, ein tolles Lehrbuch geschrieben zu haben. Ja, das ist ganz nett. Also ich meine, ich habe ja auch meine wichtigsten Lehrbücher, die haben auch keine Namen, also die tragen nicht die Titel des Buches. Das ist zum Beispiel bei mir Bort Döring. Ich vermute, das heißt Methoden der Psychologie, sozialwissenschaftliche Methode oder so ähnlich. Also es heißt einfach Standardwerk Bort Döring. Und eine Generation vorher hieß es nur Bort, weil Frau Döring noch gar nicht mitgearbeitet hat. Und abgesehen von diesen Standardwerken in der Lehre, die aber wirklich keine Relevanz haben für ein Berufungsverfahren, ist es natürlich schwierig zu sagen, das könnte eure Reputation jetzt bedeutsam einen Antrieb geben. Gibt es effektiv schon, also bei unserem Lehrbuchvorhaben, über das wir vielleicht nachher auch noch sprechen, intensiver sprechen, das Lehrbuch L3T, haben wir schon die Effekte und Erfahrungen gemacht, dass die Autoren, die für ein Thema hier quasi ein Lehrbuchkapitel geschrieben haben, öfter angefragt werden als Experten zu diesem Thema. Also wo es einfach einen Effekt gibt, der natürlich jetzt aber für die wissenschaftliche Karriere relativ bedeutungslos ist, sage ich mal. Also wissenschaftlich zählen halt Fachpublikationen und nicht gute Lehre an sich oder Lehrpreise und auch keine Lehrwerke, leider. Ist bestimmt auch eine Sache, an der wir arbeiten müssen. Wenn uns OER wichtig ist, sollte uns auch Lehre an sich wichtiger sein und vice versa. Ich will dich nicht bremsen. Wenn du noch eine Perspektive hast. Achso, entschuldige, ich habe ja genau, die Frage war ja umfassender. Was kann man alles, also die Reputation ist natürlich ein wichtiger Punkt. Vielleicht auch da die eigene Idee zu sagen, ich werde aus öffentlichen Geldern, das kann auch für eine Person selber einfach ein Anspruch sein, zu sagen, naja, ich werde von der Allgemeinheit bezahlt, dann möchte ich auch quasi das Allgemeinheit zugänglich machen. Ich als Pädagogin bin natürlich so eine latente Weltverbesserin, ich möchte die Welt besser machen und da gehört natürlich immer der freie Zugang zu Wissen dazu. Also dass einfach relativ hürdenlos Material zur Verfügung gestellt werden kann, das ist wirklich so ein ganz allgemeines Ideal. Und aus Perspektive der Hochschulleitung gibt es natürlich noch andere Effekte. Ich sehe zum Beispiel, viele sagen oft OER, da ist die Qualität nicht gewährleistet. Ich erlebe es eher so, gerade im Hochschulbereich ist der eigene Anspruch wahnsinnig groß, zu sagen, ich möchte, wenn ich das schon der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle, muss das wirklich gut sein.
Und ich habe den Eindruck, dass das, was dann quasi effektiv als OER veröffentlicht wird, wahrscheinlich besser ist als das, was eigentlich in der Lehrveranstaltung sonst üblicherweise läuft. Also was nicht veröffentlicht wird. Quasi. Was nicht veröffentlicht also, was wird. Also das ist halt quasi so eine typische Lehrveranstaltung, wo halt jetzt der Professor halt vorne seine Vorträge hält, nicht so gut ist, didaktisch, qualitativ, als jetzt die praktisch aufgenommene, die Lehraufzeichnung beispielsweise, die als OER veröffentlicht wurde. Und das andere ist natürlich auch, dass OER ja prinzipiell immer verbessert werden kann durch diese Modifizierungsmöglichkeiten, Optionen. Und das kann ich halt mit traditionellem Lehrmaterial nicht. Natürlich gibt es auch andere Aspekte, wo man sagen kann, also ein traditioneller Verlag bei einem Lehrbuch und so weiter hat dann noch andere Prozesse, die die Qualität erhöhen. Aber ich finde es eigentlich eher, also ich würde eigentlich immer betonen und sagen, jetzt im Vergleich zu einfachen Lehrsituationen an der Hochschule, also Vorlesung oder sowas, glaube ich, dass das, was als OER veröffentlicht wird, qualitativ eh schon hochwertiger ist und dass man da, glaube ich, auch ein bisschen immer mal schauen sollte, was an den eigenen Hochschulen in Lehrveranstaltungen eigentlich läuft, bevor man sich dann vielleicht über die öffentlich zugänglichen Materialien mokiert, die dann eben doch oft fehlerfreier sind. Und das eine ist eben die Qualität, also ich glaube, mit OER kann man die Qualität von, also wenn man dort quasi eine OER-Initiative an der Hochschule macht, als Vizerektor für Lehre oder wie auch immer die Funktion dann heißt, dass man davon ausgehen kann, dass es auch ein größeres Bemühen um die Qualität geht, durch die Öffentlichkeit, die man dann davon erhält. Und das andere ist natürlich die ersten OER-Initiativen, also das MIT mit dem praktisch Online-Stellen von ihren PDFs, war ja eine reine Marketing-Perspektive. Und parallel dazu sind ja auch die MOOCs, die zwar nicht unter OER fallen, weil in der Regel haben sie ja keine offen lizenzierten Materialien, aber es ist auch eine Öffnung der Hochschulen. Auch die werden ja in der Regel angeboten als Marketing-Tool. Und das würde ich auch nicht unterschätzen, dass man einfach als potenziell interessierter Studierender halt in Kontakt kommt mit der Lehrmethodik, mit einzelnen Lehrenden, sieht, wie die so sind und sich halt für so eine Veranstaltung entscheiden kann oder nicht. Und jetzt im Vergleich zu einer Uni, wo halt sowas gar nicht angeboten ist oder nur sehr wenig, ist natürlich klar, dass ich dann vielleicht nicht so gerne dahin gehe. Allerdings muss man natürlich auch sagen, in einem System wie Deutschland, wo es eigentlich keine jetzt richtig an Gebühren gebundene Entscheidung ist, ob ich an die oder an die andere Hochschule gehe und es auch jetzt keine effektiven, also nicht mehr Gelder gibt oder nur indirekt mehr Gelder gibt für jeden weiteren Studierenden, ist es nicht ganz so attraktiv. Für eine Privathochschule oder für viele FHs ist es da natürlich schon nochmal bedeutender, der PR-Aspekt. Aber der ist natürlich jetzt für den individuellen Mitarbeiter wahrscheinlich nur zweitrangig. Das ist jetzt eher aus der Perspektive von der Hochschule gedacht, die halt auch für ihr eigenes Image sorgen möchte. Mhm. Weil es natürlich effektiv so ist, wenn ich OER mache, wenn ich was offen anbiete, dann habe ich halt leichter momentan Pressearbeit. Also das ist vielleicht mal irgendwann obsolet als Kriterium, aber alles, was jetzt OER ist, ist attraktiv für die Öffentlichkeit. Ja, wobei es natürlich dieser Punkt noch ist, den wir jetzt so selbstverständlich gehalten haben, ist halt auch gutes OER ist. Also wenn man jetzt einfach losgehen würde und alle Lehrveranstaltungsmaterialien online stellen würde, würde wahrscheinlich ein Schock durch die Bildungswelt gehen, wenn man denkt, das aber ist das, was da passiert. Genau, ich wollte gerade sagen, aber das ist kein Problem von OER, sondern das ist von unserer Bildungsqualität. Genau. Ja. Das ist so wie bei OER, wenn man sich mit OER beschäftigt, auch immer auf urheberrechtliche Einschränkungen kommt, das ist auch sowas. Also das ist das hat nichts, ist kein Problem von OER. Ja. Nur da wird auf einmal dann was transparent, was wir eigentlich gar nicht wissen wollen, wie fragwürdig manchmal so. Ja, also der würde ich gerne noch tiefer bohren. Also so ein normaler Lehrender wird ja häufig auch nicht nur sein eigenes Material zur Verfügung stellen für Veranstaltungen, sondern Kombinationen aus eigenen Sachen und dem, was er so zusammenkopiert hat. Mhm. Also soll gar nicht irgendwie despektierlich sein. Das ist der Normalfall. Ja. Und wahrscheinlich auch sinnvoll in den allermeisten Fächern. Ist es tatsächlich so ein Bruch mit der Digitalisierung, dass man sich da jetzt das erste Mal so richtig Gedanken machen muss über die Urheberrechte? Also ich erinnere mich, ich komme aus einer Studienzeit mit Papier, da wurde einfach komplett durcheinander kopiert und es hat niemand, glaube ich, interessiert. Mhm. Habe ich auch so in Erinnerung, ja, da wurden Cartoons, waren da also ganz üblich, bei einem Professor war jede zehnte Folie war ein Cartoon, wo es bestimmt fragwürdig war. Nur das ist natürlich jetzt wirklich auch kein Problem des OER, sondern wirklich eine hinterherhinkenden Urheberrechtsregelung. Es ist so, bei den wissenschaftlichen Veröffentlichungen, also bei Publikationen, wo halt wirklich auch Text vorhanden ist, ist das ja unproblematisch, dass wir andere zitieren. Vor allem
also wenn wir sie wirklich zitieren, wenn wir es nicht zur Illustration verwenden, wenn wir sagen, da ist jetzt die Grafik von dem Herrn Professor sowieso, dann gebe ich halt an, auf welcher Seite ich das gefunden habe und es ist alles völlig okay. Bei den typischen Lehrsituationen sind aber so, dass ich nur Slides habe. Also ich habe früher Folien, jetzt Slides, also halt einfach diese einzelnen Abbildungen quasi, die dann vielleicht auch ordentlich zitiert wurden, aber wo das wissenschaftliche Zitatrecht als solches nicht gilt. Und dann bin ich in der Lehrsituation und dann darf ich das zwar für meinen Unterricht verwenden und der öffentliche Anspruch besteht ja auch, weil die Studierenden sollen ja bitteschön das lernen, was wissenschaftlich gerade en vogue ist und nicht das, was quasi sich der Lehrende selber gerade ausgedacht hat. Gleichzeitig darf das Material aber eigentlich nach urheberrechtlichen Bedingungen nicht so veröffentlicht werden. Also ich darf diese Slides nicht so nehmen, also einfach weil ich das nicht darf. Das erlaubt mir das Urheberrecht nicht. Also ich darf, wenn es im Rahmen eines wissenschaftlichen Textes wäre, wäre es okay. Und das sind halt so die Grenzen und das hat jetzt an sich nichts mit OER zu tun. Aber wenn ich natürlich jetzt aktiv bin und ich möchte meine Slides auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, dann ist es egal, ob ich das jetzt lizenziert habe oder nicht, prinzipiell zumindest problematisch. Dann nehmen wir noch schon die Perspektive dazu, dass ich auch auf das frei lizenzierte Material von anderen zugreife für solche Sachen. Weil da wäre ja im OER nicht Teil des Problems, des Urheberrechts, sondern Teil der Lösung. Genau. Ja, super, danke für den Hinweis. Ja, wir reden ja über OER und da gibt es natürlich dann die Möglichkeit, wenn eben sehr viel Material da ist oder wenn vor allem schon das einschlägige, ganz populäre wissenschaftliche Modell von dem Professor auch schon unter OER steht, zumindest eine Abbildung davon, ist es natürlich die Lösung für dieses Problem. Aber wir sind ja momentan noch in der ersten Phase, sage ich mal, wo halt einfach schon relativ viel Material da ist, aber halt noch nicht ausreichend, um jetzt wirklich eine Lehrveranstaltung vermutlich im Regelfall zu machen. Also im Bereich jetzt E-Learning, also wenn ich jetzt an unser Lehrbuch denke, L3T, denke ich, kann man durchaus ganze Veranstaltungen damit befüllen, mit dem Material, was da ist. Aber auch da und dort wird es einfach das Bedürfnis geben, auch auf andere zu verweisen, auf Modellabbildung oder ein Ergebnis aus einer Studie. Und da wird, also jetzt ganz streng genommen, und das Blöde ist halt, wir durch das OER beschäftigen wir uns halt eben mit diesen rechtlichen Regelungen sehr intensiv, ist das eigentlich noch nicht drin. Aber wie gesagt, du hast völlig recht, das ist OER ist da die Lösung, aber es ist halt noch sind wir da auf so einem mittleren Weg, wo halt noch nicht alles als OER vorhanden ist, was ich brauche. Und solange befinde ich mich halt noch in der Grauzone. Und solange ist halt immer das Beschäftigen mit OER auch die Idee, dass ich mich mit Urheberrecht beschäftige und dann merke, was ich auf einmal alles gar nicht darf. Und das ist bestimmt der Sache nicht ganz förderlich. Ja, und meine Wahrnehmung ist, dass im Moment tatsächlich viele Leute sozusagen über das Urheberrecht stolpern bei der Digitalisierung von Materialien. Also dass eben vielleicht nicht nur Folien, keine Ahnung, über eine Plattform verteilt werden, sondern auch sowas wie Seminarreader oder sowas. Weil dann da vielleicht die, jetzt ist ein schwieriges Wort, Justiziariate, ist das richtig ausgesprochen? Der Hochschulen dann irgendwie sagen, Entschuldigung, wenn ihr hier was einstellt, hier sind die 98-seitigen Richtlinien, was ihr dürft und was ihr beachten müsst. Da muss ich sagen, da habe ich jetzt noch nie was gehört, dass es sowas wirklich gab an Hochschulen, dass quasi von jetzt jemand eine Regelung vorgesetzt bekommen hat. Wir haben uns schon oft beschäftigt damit, was eigentlich überhaupt möglich ist. Also ob zum Beispiel eine Hochschule auffordern könnte, die Mitarbeiter jetzt, dass sie OER produzieren müssen, ob das überhaupt gehen würde. Wir haben ja natürlich auch das Problem, viele gerade wissenschaftliche Mitarbeiter, die schreiben ja schon ihre, muss man ja faktisch sagen, schreiben ja schon ihre Publikationen nicht in der Arbeitszeit. Das ist ja völlig Usus, dass man das in der Privatzeit macht. Und das trifft natürlich auch oft für die Lehrwerke zu. Und wenn so ein Lehrwerk halt in der privaten Zeit geschrieben ist, dann ist natürlich auch fragwürdig, ob die Uni oder auch quasi ich als Sandra Schön noch einfordern darf, dass derjenige das bitte schön als OER veröffentlichen soll, auch weil es ja effektiv einfach noch Verwertungsmöglichkeiten gibt und die sind auch in der Uni noch stark verbreitet, dass man halt das an die Studierenden letztlich verkauft. Also mein Lehrbuch, mein Lehrwerk ist Standard, bitte kauft euch das. Also ich weiß nicht, um deine Frage zurückzukommen, ich wüsste davon noch nichts, dass es wirklich so einen justizialen Eingriff gab von der Universität gegenüber einzelnen Mitarbeiter, die da praktisch irgendwie Auflagen bekommen hätten oder so, das wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, die Eingriffe nicht, aber die Sorge oder zumindest das Aufklärungsbedürfnis, wahrscheinlich auch aus einer sich die Verantwortung dann auf die Mitarbeiter eben abzuwälzen. Mhm. Ich suche gerade diesen Link raus, den Markus Daimann uns neulich geschrieben hatte mit seinem Ganzen. Also ich kenne die Sorge natürlich aus dem, gerade auf der Vorlesungsaufzeichnung, die ist ja in der Regel freiwillig, weil das ja auch jetzt kaum
in Dienstverträgen geregelt ist, dass das quasi überhaupt da veröffentlicht werden muss oder darf. Also das ist ja alles in der Regel freiwillig aus genau dem Grund, aber das hat jetzt nichts mit der Lizenz zu tun, sondern weil es einfach eine Veränderung unseres oder des Daseins von Wissenschaftlern und Universitäten darstellt. Ja. Stimmt, aber ich habe auch den Eindruck, in den letzten Jahren, dass jedes Jahr wird dieses Formular, was man unterschreiben muss, wenn man eine Vorlesung aufzeichnen lässt, eine Seite länger. Also ich habe das ja auch manchmal, wenn ich Vorträge halte, dass dann irgendwie ich unterschreibe, dass das irgendwie aufgezeichnet wird, veröffentlicht wird, dass ich irgendwie sage, ich gelobe feierlich, dass die urheberrechtlichen Aspekte auf allen Folien berücksichtigt sind und so weiter. Und neulich, ich weiß gar nicht mal, wo das aufgezeichnet wurde, was glaube ich wirklich schon 5 Seiten lang. Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube wirklich, das ist jetzt nicht das Problem von OER, sondern überhaupt schon von der Aufzeichnung und das Veröffentlichen und das Beschäftigen damit, dass man einfach merkt, dass es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir sagen können, wir haben jetzt ein verlässliches Urheberrecht, das quasi all diese Sachen schon geregelt hat, eben weil es gibt praktisch gar keine Regelung. Ich muss ja sehr viele Sachen quasi erlauben. Ich muss ja jemanden eigentlich aktiv erlauben, dass er dieses Video anschauen darf, weil das Urheberrecht sagt ja faktisch, die Digitalkopie ist nicht erlaubt. Wenn ich aber was anschaue im Internet, also an meinem Rechner, lade ich es mir runter. Das ist ja das Übel für viele Diskussionen. Wenn ich quasi mir das anschaue, dann habe ich kurzzeitig eine Kopie, ist es jetzt eine Digitalkopie und so weiter. Aber das ist nicht kein Problem des OERs, sondern einfach unseres nicht adäquaten, zeitlich angemessenen Urheberrechts. Also falls jemand das in 3 Jahren anhört, da hat sich vielleicht was getan, aber ich rechne ja nicht damit. Mal so eine Hausnummer, wie viele Leute, die an Hochschulen arbeiten, kümmern sich überhaupt um urheberrechtliche Fragen? Also ist das tatsächlich auch so ein Problem, wo man sagen kann, das ist so ein drückendes Problem, dass daraus ja vielleicht auch ein Triebkraft für OER entstehen könnte, wenn plötzlich alle Mitarbeiter dadurch gelähmt sind, dass sie sich ständig mit urheberrechtlichen Fragen auseinandersetzen müssten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es betrifft vor allem dann eher die Hochschulen, die halt sehr viele Studierende haben, wo es Massenveranstaltungen gibt, wo dann das Problem quasi durch die Veröffentlichung, also in kleinen Seminaren, wo ich mein Zeug in eine relativ geschützte Umgebung veröffentliche und das ist urheberrechtlich quasi nicht ganz abgesichert, weil es zum Beispiel eben nur Slides sind, wo halt einzelne Sachen zusammengestöpselt sind, aber kein wissenschaftlicher Text drumherum ist, ist es ja unproblematisch oder relativ unproblematisch, da gibt es auch diese Schrankenregelungen, weil ich es ja nicht mit der Allgemeinheit teile. In Massenveranstaltungen, wo vielleicht wirklich ganze Studiengänge schon ein paar hundert sind oder vielleicht wo auch mehrere Studiengänge oder mehrere Semester quasi drauf zugreifen können und ich habe einfach dann vielleicht 2000 potenziell, also Leute, die potenziell auf mein Material zugreifen können, muss man sich ja fragen, ob das jetzt noch ein eingeschränkter Zugang ist oder ob es nicht die Öffentlichkeit ist, die faktisch drauf zugreifen kann und da bin ich dann wirklich halt relativ schnell wieder an der Grenze und da ist, deshalb vermute ich, dass diese Gedanken über OER und Urheberschutz wahrscheinlich eher in großen Einrichtungen ist, eher in Einrichtungen, die sich auch damit beschäftigen, halt Dinge eh schon zu veröffentlichen und also vielleicht einfach diese Öffentlichkeit suchen, dadurch was veröffentlichen müssen und dann drauf kommen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, wie sie sich das vorstellen und dann hoffentlich zur Lösung OER kommen. Weil es einfach einige Dinge leichter macht. Überhaupt so vom Leidensdruck ist es dann eher an der Basis eher, weiß ich nicht, eher 4% als 40. Wenn man mal so befragen würde. Vom Leidensdruck her ja, weil ich glaube, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die das machen, ich glaube, dass die selten aus einem Leidensdruck heraus agieren, sondern einfach, weil sie einen Service anbieten wollen ihren Studierenden gegenüber und weil sie halt sowieso eine Affinität haben zu Creative Commons oder zu Open Source oder im weitesten Sinne halt sagen, ach komm, dann stelle ich mein Video doch bei YouTube ein gleich, dass es halt wirklich auch alle hören können, weil es einfach komfortabel ist. Also ich glaube gar nicht unbedingt, dass es Personen sind, die eine weite Öffentlichkeit suchen, sondern die einfach sagen, ach, meine Studierenden kommen viel einfach an das Material ran, wenn ich es auf meinen Weblog stelle, als wenn ich es irgendwo im Lehrmanagement-System verstecke, vor allem, weil ja viele Hochschulen noch so aufgestellt sind, dass jede Fakultät oder sogar auf Institutsebene eigene Systeme verwenden und es oft für Studierende unglaublich mühselig ist, sich da jeweils zu orientieren, das rauszusuchen. Mhm. Und dass quasi so ein öffentliches Angebot oft viel, viel serviceorientierter ist und gerade halt, ich glaube, der Nachwuchs oder die jüngeren Lehrenden da einfach auch mehr Verständnis dafür zeigen, dass es einfach jetzt halt leicht erreichbar sein muss und dann halt auch eher mal auf diese OER-Option kommen. Also ich glaube, dass also vielleicht ist es auch eine Hoffnung, also ich hoffe einfach oder ich gehe schon davon aus, dass viele einfach OER machen, ohne jetzt in diesen Strukturen aktiv zu sein und man muss ja auch sagen, diese Strukturen, die wir so haben, also so, sag mal die OER-Szene, was es ja dann doch faktisch gibt in Deutschland, ist ja noch gar keine richtige Struktur, mit der man wirklich arbeiten könnte. Da ist ja auch noch viel Entwicklung notwendig. Wir haben ja zum Beispiel auch
keinen richtigen Fachverband bisher. Wir haben ja nur so Initiativen, Zusammenschlüsse wie das Bündnis Freie Bildung, die halt wiederum aus spezifischen Vereinen zusammengesetzt ist, die sich halt zu dem Thema beschäftigen. Aber es gibt da keine Fachgesellschaft, die sich jetzt wirklich dem Thema OER intensiv annimmt. Die Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft wäre so eine Initiative, aber da muss man ja auch sagen, wenn man dann genau hinschaut, die Personen, die da aktiv sind, das sind eigentlich wiederum E-Learning-Spezialisten. Das ist auch ganz fein, aber das spricht natürlich sehr wenige an, die halt in ihrem Fachgebiet OER machen. Also die würden, die gehen ja nicht auf eine E-Learning-Tagung, auch wenn da quasi OER auch mit Thema ist, sondern wir bräuchten eigentlich wirklich, also die Frage ist, ob es eine Fachgesellschaft für OER sein muss. Ich glaube eher, dass es einfach in allen Fachgesellschaften OER-Arbeitsgruppen geben muss. Und da gibt es eben noch ganz wenige. Also ich weiß jetzt in der Schweiz, ich glaube mit Ricarda Reimer habt ihr auch schon ein Interview gehalten. Oder also die diverse so eine Person, die hat praktisch EduHub ist ähnlich wie die GMW in Deutschland. Und da gibt es schon relativ lange eine Interessens, wie heißt es, SIG, Special Interest Group, also eine Arbeitsgruppe zum Thema OER. Und vermutlich müsste sowas halt einfach in der halt diesen ganzen Fachverbänden wahrscheinlich irgendwo geben, wo man einfach sagt, ich komme da relativ nah dran, ohne. OER Mainstreaming ist das so, ne? Mhm. Also dass es quasi quer dazu Anlaufstellen gibt. Also ich würde es nicht erwarten, dass jetzt ein toller Biologe oder eine grandiose Germanistin oder weiß der Kuckuck, Sinologin jetzt zur GMW-Tagung kommt und sich zum Thema OER was anhören möchte, sondern meine Hoffnung wäre halt, dass es zum einen in der Hochschule, wo sie arbeitet, eine Verankerung gibt, also sprich im besten Falle, also ich würde davon ausgehen, strategisch sinnvoll wären die E-Learning-Center oder didaktischen Einrichtungen, die sind ja in der Regel, haben sie den einen oder anderen Namen, aber sie haben die gleiche Funktion, es gibt selten Doppelstrukturen, dass es da jemanden gibt, der sich auskennt, vielleicht auch im besten Falle Kurse, Weiterbildung etc. und parallel dazu in ihrem Fachgebiet einfach halt in ihrer Fachgesellschaft oder wie auch immer noch Anlaufstellen gibt, wo einfach klar ist, das beschäftigt uns jetzt nicht übermäßig und das wird auch nicht irgendwie, also einfach, aber man hat jemanden, den man überhaupt fragen kann, wie ist es eigentlich bei uns, wie funktioniert das, was kann ich machen, ohne quasi Teil der großen OER-Bewegung zu sein und sich da immer noch auch einzubringen. Auch aus der zeitlichen Perspektive heraus, wir sprechen ja von wissenschaftlichen Mitarbeitern in der Regel und nicht von den Professoren, die ja jetzt von ihrer alltäglichen Arbeit her einfach schauen müssen, dass sie ihre Stelle halten können, die ja oft auch in prekären Lebensverhältnissen arbeiten, gerade im sozialwissenschaftlichen Bereich und wo dann wahrscheinlich die Beschäftigung mit OER einfach ein Luxus ist und wirklich auch ganz toll ist, wenn sie sich damit beschäftigen, weil es eigentlich jetzt nicht ganz rational ist, wenn man ihre wissenschaftliche Karriere im Auge behält, die sie dann noch verfolgen sollten, so wie die aktuellen Arbeitsbedingungen an Universitäten zumindest sind. Mhm. Müsste man eigentlich die kritische Frage stellen, hat es denn überhaupt eine Zukunft, wenn es sozusagen nur immer einen Luxus oder einen Bonusaufwand ist, den man damit betreiben müsste? Also ich glaube, was jetzt ganz um eine andere Perspektive da reinzubringen, ich bin mir sicher und das sehen wir ja auch schon, es gibt erste Ausschreibungen, wo OER als Option dargestellt wird, also ganz konkret, ich habe jetzt momentan den BMBF-Call, den aktuellen zur digitalen Bildung in der Berufsbildung im Kopf. Da wird unter dem Aspekt Nachhaltigkeit vorgeschlagen, also es ist einfach eine Option, zum Beispiel offene Bildungsressourcen anzubieten oder zu entwickeln, weil damit halt klar ist, das ist ja das Feine an OER und ist auch der große Unterschied zwischen allen anderen technologischen Trends und Buzzwords etc. OER bleiben da. Wenn ich es mal als OER veröffentlicht habe, dann ist es irgendwie da. Also außer ich nehme die Webseite wieder runter, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es halt jemand schon kopiert hat, ist sehr groß. Das ist ja auch das Feine daran. Also es ist alles, was mal entwickelt wurde, ist da und ist nicht wieder weg, ist auch nicht irgendwie so einfach aus der Welt zu schaffen. Und deshalb ist natürlich der Aspekt der Nachhaltigkeit auch absolut richtig, das da zu verorten, zu sagen, wenn ich nachhaltig wirtschafte, muss ich OER machen im Bereich der Bildung. Und dadurch ist natürlich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, und das erlebe ich jetzt auch bei meinen Kollegen bei Salzburg Research, ich habe jetzt eben gerade erst einen Workshop gemacht zum Thema Publizieren mit Creative Commons Lizenzen und da sind wir eigentlich faktisch ja quasi auf dem gleichen. Open Access heißt faktisch eigentlich, ich mache OER von den Definitionen her. Und die beschäftigen sich auch damit, weil es einfach gewünscht wird von den Fördergebern. Und dadurch ist es natürlich, kann die Beschäftigung mit OER auch ein Vorteil sein für zukünftige Initiativen, weil ich glaube und ich bin da zuversichtlich, dass das
quasi noch häufiger vorkommt, dass der OER vorgeschrieben wird und Open Access auch. Also wie bei Open Access eben auch. Das ist ja obligatorisch in vielen Ausschreibungen, also bei der DFG oder bei der Europäischen Kommission wird immer davon ausgegangen, dass es auch irgendwo frei zugänglich publiziert ist. Und das wird bei OER auch kommen. Und deshalb kann man natürlich ganz pragmatisch sagen, wer sich damit beschäftigt, er hat vielleicht da einen kleinen Vorteil, weil er weiß, wie es funktioniert. Wenn er die Herausforderungen kennt, bei einem Projekt vielleicht passender aufsetzt, weiß natürlich schon noch eigene Sachen zu überdenken sind, wenn ich OER produziere oder wenn ich halt quasi nur mal schnell für ein Projekt was mache und das nicht unter einer CC BY oder CC BY SA Lizenz veröffentlichen muss, quasi, weil es jetzt obligatorisch gefordert war. Also ich unterstütze das ja sehr, wenn sowas drin steht. Ist möglicherweise durch Open Access schon aber eine größere Vertrautheit mit sowas wie den Lizenzen da? Also dass man sagen muss, zumindest der durchschnittliche Mitarbeiter in der Hochschule hat zumindest schon mal häufiger von Creative Commons gehört als, weiß ich nicht, kein guter Vergleich. Bin ich auch so ein bisschen, also ich habe mich ja jetzt mal gewundert, ich habe jetzt mal nach vielen Jahren wieder, ich bin Herausgeberin von der Bildungsforschung, das ist ein Open Access Journal der alten Schule, sage ich mal. Ich habe das 2004 gegründet mit Bernhard Schmidt und der Susanne Günther mit der Idee, also ich habe damals halt 100 Kilometer entfernt von der Hochschule meine Doktorarbeit angefangen und habe halt das Gefühl gehabt, ich komme ja, da gibt es ja praktisch gar nichts. Und das ist auch sehr mühselig für mich, in die Bibliothek immer zu fahren. Und dann habe halt das systematisch für mich gesammelt, was es eigentlich gibt und habe mir eigentlich gedacht, ach, da können wir ja auch eigentlich was machen. Als Informatik-Nebenfächlerin habe ich auch prinzipiell gewusst, wie es funktioniert. Wir haben dieses Fachjournal quasi gegründet, wussten nicht so recht, ob das jetzt wirklich eine Schnapsidee ist oder ob es vielleicht sich durchsetzt und haben ja dann jetzt doch ein anerkanntes Fachzeitschrift etabliert, die aber weiterhin nach, muss ich peinlicherweise gestehen, nach dem alten Modell funktioniert. Das ist nur in Anführungsstrichen Open Access im Sinne von, es ist frei zugänglich, einfach weil wir es als ehrenamtlich betriebenes Fachjournal einfach nicht auf die Reihe gebracht haben, bisher alle Autoren offiziell anzufragen, ob wir jetzt endlich auf ein CC BY oder CC BY SA Modell umzusteigen. Das ist jetzt nicht ganz das ganz Typische für ein Open Access Journal und habe halt gedacht, viele so wie wir aufgestellt sind, also viele Open Access Journals sind weiterhin quasi so wie wir aufgestellt und bieten nur den freien Zugang, aber nicht das, was wir eigentlich unterschrieben haben, alle und uns wünschen, was in der Budapester Erklärung als Open Access definiert wurde. Da ist nämlich von auch die Rede von, dass man es modifizieren sollte, dass man es eben auch einsetzen kann für die Lehrer, dass es eben OER definitionsgemäß adäquat ist. Und da hat man ganz überrascht festgestellt, ich habe dann den Blick in das Directory of Open Access Journals nach vielen Jahren wieder gewagt, habe mir gedacht, also bin ich jetzt da so ganz alleine eigentlich als Bildungsforschung mit diesem uralten Modell? Und ich muss gestehen, leider ja. Also die allermeisten Journals im Directory of Open Access Journal Verzeichnis haben wirklich eine CC BY oder CC BY SA Lizenz. Um an deine Frage zurückzukommen, die ja eigentlich war, machen das vielleicht jetzt viele praktisch über die Journals. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Journals wirklich alle so einschlägig sind und so einschlägig wichtig sind für Deutsche. Es sind natürlich viele Journals bereits aus Asien, aus Afrika, die natürlich wahrscheinlich auch ein Businessmodell haben, wo sie halt sagen, mit 100 Euro Autorengebühr können wir wirklich das Journal betreiben. Also das ist jetzt nicht so, dass es ganz, ganz viele tolle Fachzeitschriften auf den ersten Blick sind, die da aufgelistet werden. Deshalb weiß ich nicht, ob die wirklich schon für deutsche Wissenschaftler so relevant sind und wie häufig diese Berührung quasi ist zu diesen Creative Commons Lizenzen, um das wieder zu schließen. Aber es ist effektiv bestimmt nicht zu unterschätzen. Also das für mich war das, also ich muss ja wirklich, ich habe gedacht, das ist war mir schon reichlich peinlich, muss ich sagen, das festzustellen, dass das schon so verbreitet ist. Und ich dachte, bloß weil ich es einfach noch nicht auf die Reihe gebracht habe, hier mit meinen Kollegen zusammen das Modell endlich umzustellen auf eine offene Lizenz, dass es eben schon so ist, dass es sehr viele andere geschafft haben oder halt gleich quasi jetzt wissend, wie es funktioniert, ein Journal so aufgestellt haben. Es sind ja in der Regel jüngere Zeitschriften. Das ist ja auch das ganze Spannende. Ich meine, ich habe ja auch noch viele Dinge früher unter geschlossenen Lizenzen veröffentlicht, haben auch behauptet, es seien OER, einfach weil das damals halt auch noch okay war. Also es war OER war noch nicht so ganz klar definiert, als es muss auf in jedem Fall modifiziert sein. Wir waren schon ganz glücklich, so auch wie bei der ersten Ausgabe vom Lehrbuch L3T, dass wir überhaupt mal Materialien hatten, die kopierbar waren, archivierbar waren, verteilt werden konnten, ausgedruckt werden konnten, was ja alles unter herkömmlichen Urheberrechtsregelungen gar nicht möglich ist. Ja. Siehst du irgendwelche Fächer oder Disziplinen vorne? Also wo jetzt nicht OER auf der Metaebene, das verführt ja immer dazu, Beispiele zu nehmen von Leuten, die sich mit OER auf der Metaebene beschäftigen, aber
Ich glaube, da muss ich einfach aufpassen, weil es einfach wahrscheinlich sehr geprägt ist durch die wenigen Personen, die ich dann einfach da sehr aktiv erlebe, wo ich einfach so Leuchttürme sehe. Also es ist sicher so in der E-Learning-Szene im weitesten Sinne, dass alle, die da aktiv sind, da wahrscheinlich häufiger auch aktiv machen, aber die ist ja auch interdisziplinär, da kann man ja auch nicht sagen, das sind die Pädagogen oder das sind die Mathematiker wie beim Christian Spannagel. Es ist sicher so, ich vermute, dass es in der Informatik beispielsweise so ein Fach ist, die auch schon, also es gibt ja auch diese großen Unterschiede beim Open Access veröffentlichen und die werden es wahrscheinlich in dem OER-Bereich auch geben, dass es in der Informatik eben sehr viel, also schon immer klar war, was nicht Open Access ist, wird nicht zitiert. Und schon immer klar war, die haben das zumindest als, wenn es ein Springer-Buch oder Werk war, veröffentlicht auf ihrer in den einschlägigen Verzeichnissen, wo auch Springer schon sehr früh gesagt hat, es ist in Ordnung. Also ich glaube, auch diese ganze Entwicklung ist, glaube ich, schon maßgeblich von den Informatikfachverbänden getrieben worden, die halt gesagt haben, wir müssen das irgendwo Open Access anbieten. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch dann auch durch die Open Source Parallelitäten wahrscheinlich auch mehr faktisch OER produziert wird. Vielleicht nicht unter dem Label OER, aber Open Source und Open Access ist ja dann faktisch OER. Aber ja, ich meine, das ist auch eure Idee, glaube ich, warum ihr da an dem Thema arbeitet, um das bisschen zu ergründen. Und das ist bestimmt auch nicht trivial, weil es eben so wenig Strukturen gibt, auf die man zurückgreifen kann. Wir sind einfach in einer ganz frühen Phase und da ist ja auch die Forschung einfach immer eine Herausforderung. Wie packe ich sowas an? Wo fange ich an? Wen interviewe ich, wenn ich gar nicht richtig weiß, wie ich den identifizieren kann? Ja, man müsste mal gucken, welche Fächer sozusagen auch besonders stark Remix-orientiert sind. Oder wo zum Beispiel in der Lehre eine ganz große Rolle spielt, unterschiedliche Inhalte zusammenzutragen von unterschiedlichen Autoren. Mhm. Ja, ich meine, klar, müsst du vielleicht den André Spang fragen, ob da in der Musikszene, ob das, wo es halt das Remix und die auch der Umgang mit den Lizenzen vielleicht einfach für viele doch naheliegender ist, ob es da vielleicht sowas zum Beispiel geben würde. Das ist natürlich naheliegend, ja. Informatik leuchtet ja auch unmittelbar ein. Also durch Open Source und durch Lizenz, das ist einfach auch eine schon, also ich vermute jetzt für jeden, wobei man natürlich auch sagen muss, ich erlebe das ja auch so, ich meine, ich habe ja studiert bis ab 95 bis 2001 Nebenfach Informatik und damals war es völlig klar, jeder, der sich auf was sich gehalten hat, hat Open Source programmiert. Und wenn ich jetzt halt anschaue, wenn ich an der TU Graz bin, ich einmal im Semester oder einmal im Jahr in der Veranstaltung und habe da auch einmal dann konkret gefragt, wer eigentlich Open Source entwickelt. Die entwickeln Apps und Apps ist ja nicht Open Source. Also die haben auch wirklich die Idee, sie verdienen dann in der Regel Geld mit ihren Apps, wenn es halt im besten Falle gut klappt. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Struktur. Also da muss man auch mal aufpassen. So die eigenen Erfahrungen muss man auch ein bisschen in Frage stellen, habe ich da gelernt. Also das, was ich für mich so völlig klar war, ja. Open Source ist geil und macht man so. Und wenn man die Welt verbessern will, das war ja alles so eine Bewegung. Und auch so mit den ersten Erfolgen, Linux war dann auf einmal... ich habe halt während meiner Studienzeit Linux-Rechner gehabt und habe halt mit allen Übeln gekämpft, die halt so in der dann auch faktisch da waren durch die Kooperation mit anderen Kolleginnen, die halt Windows-Systeme hatten. Und jetzt ist irgendwie Open Source, das hat sich halt einfach etabliert. Es gibt einfach Bereiche, wo man Open Source nicht wegdenken kann, die zwar die Öffentlichkeit nicht so sieht, aber halt auf Serverstrukturen, Apache oder sowas, ist halt einfach klar, das ist Open Source. Und irgendwie ist halt das aus dem Bewusstsein offensichtlich auch von Informatikstudenten irgendwie anders zumindest jetzt. Also da ist einfach diese Idee anscheinend, zumindest meine Wahrnehmung ist so, da kurzfristig Erfolge zu haben und durch App-Entwicklung und vielleicht auch verbunden mit einer monetären Möglichkeit offensichtlich attraktiv. Also weil das ist auch eine sehr private Einschätzung. Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach in der Szene drin war, aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass es einfach auch eine Modeerscheinung war, dass es bei Informatikern Open Source halt früher attraktiv war und jetzt vielleicht auch einfach der Mainstream Informatik studiert, das kann natürlich auch sein, die sich da eher... Stimmt. Ich überlege gerade, welche Fächer so sozusagen noch so sehr aufs Teilen angelegt sind und vielleicht vom Grundverständnis die Theologen, die fallen mir auch so in Social Media auf. Das ist jetzt nicht, dass das alles voller Theologen wäre, aber die Theologen haben da ganz häufig so ein Grundverständnis eben vom Sharing und Verbreiten des Wortes. Ich bin jetzt nicht theologisch da besonders sattelfest, dass ich es nicht sagen könnte, auf was das zurückzuführen ist, welche theologischen Grundsätze. Aber auch, ich glaube, es ist kein Zufall, dass auch zum Beispiel in der pädagogischen Schulszene bei Twitter oder sowas ganz viele Religionslehrer total aktiv sind. Spannend, ja, das hast du ja völlig recht. Also ich meine, das ist Jörg Lohrer, André Spang oder auch die Kerstin Heinemann, die dann da eigentlich einen religionspädagogischen Hintergrund haben. Muss man sich mal untersuchen und analysieren, ob es jetzt nicht so ein spontaner Eindruck ist oder ob es wirklich da eine,
eine Grundstruktur gibt. Aber jetzt sind wir schon ganz philosophisch geworden. Ja, tatsächlich. Also es gibt bestimmt unter diesem Podcast die Möglichkeit, das zu kommentieren. Theologen, los geht's. Schreibt mal drunter. Gut, machen wir mal einen Break. Du hast schon jetzt mehrmals L3T erwähnt. Und dann würde ich jetzt mal einen Exkurs dazu machen für die wenigen Leute da draußen, die das noch nicht kennen. Die, weiß ich nicht, 10-Minuten-Variante des Projekts. Also vor allem würde mich nach den grundsätzlichen Sachen, die man wissen muss, um das Projekt zu verstehen, nochmal dann auch interessieren, wie ist das mit einer Nachnutzung? Also fangen wir mal ganz am Anfang an. L3T steht für was? L3T ist die Abkürzung für Lehrbuch für Lernen und Lernmethodologien. Das sind 3 L versteckt und ein T, deshalb L3T. Und der Hintergrund ist ja, dass ich, also erstmal vielleicht noch Klammer auf, ich glaube nicht, dass es viele Leute kennen, Klammer zu. Willst du nachhaken? Also ich habe den Eindruck, dass ich wahnsinnig oft, also wenn ich wieder in eine neue Szene komme, also zum Beispiel bei den Berufsberatern in Niederösterreich, da kennt es überhaupt niemand. Das stimmt. Also das ist wirklich, das ist so wie OER an sich. Also wir sind da auch in unserer Bubble und das ist auch wenn es frei zugänglich ist und so, also es ist schon so, dass manche dann überrascht sind und sagen, ach sie sind das, davon habe ich ja schon gehört oder bin ich schon drauf gestolpert oder so, aber das ist, ich erlebe das überhaupt nicht, dass es irgendwie als Mainstream ist. Also da muss man aufpassen. Für die Leute jenseits der OER-Filterblase sagen, L3T ist eben das große und weit mit Abstand einzige große Vorbild, was man immer als OER im deutschsprachigen Raum tatsächlich für den Bereich Hochschule hochhalten kann. Danach kommen... Ja, es gibt noch andere schöne Initiativen, die möchte ich nicht kleinreden, aber es ist natürlich so, als ist es das erste wirklich Lehrwerk gewesen, das unter einer, oder damals noch nicht freien Lizenz, aber halt unter dem Begriff OER veröffentlicht wurde. Das ist ja auch spannender, dass es eigentlich kein OER war, die erste Ausgabe. Erzähl die Geschichte. Okay, also der Martin Ebner und ich haben mal einfach, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Auch ich mache natürlich Hochschule und auch ich mache ab und zu mal Seminare an der Hochschule und ich habe damals an der FH in Hagenberg, da gibt es einen E-Learning-Schwerpunkt, halt ein Seminar praktisch beauftragt bekommen, das durchzuführen und habe halt dann gefragt, was es eigentlich alles gibt. Also was gibt es eigentlich in den Lehrbüchern, in den einschlägigen, was gibt es in den sonstigen Materialien. Und wir sind halt einfach drauf gekommen, dass die Themen, die uns damals gerade interessiert haben, Web 2.0 war damals so ein Schlagwort, Google Plus gab es zum Beispiel noch gar nicht. Dann haben wir gesagt, wir bräuchten da eigentlich was, Wikis. Also da gab es einfach noch keine Lehrtexte dazu. Das war Ende 2010. Ich habe gesagt, okay, dann lass uns doch ein paar Leute zusammentrommeln, lass uns mal ein Video machen, fragen, wer Lust hat mitzumachen. Und das Ganze natürlich durch meinen Hintergrund unter einer offenen Lizenz. Wie gesagt, ich muss einschränkend sagen, wir haben das dann revidiert. Wir haben dann, also nach, ich glaube, 130 Leute wollten da mitmachen. Das hat uns wahnsinnig überrascht. Wir dachten eigentlich eher so halt an 10 Kapitel, 15 Kapitel für unsere Themen. Dann gab es nette Tweets und auch viel Social-Media-Aktivitäten, die dann gesagt haben, so das Who is Who des E-Learnings macht da mit. Das hat dazu geführt, dass wir noch nie viele Nachmeldungen hatten. Und so kamen halt sehr viele Autoren zusammen. Und wir haben dann halt innerhalb von einem Jahr, also wir waren dann im Februar 2011, haben wir dann, also unser erstes Gespräch war 2009, Februar 2011 war dann praktisch die Veröffentlichung der ersten Ausgabe. Das waren 50 Kapitel rund, also Lehrbuchkapitel, also jetzt nicht Lehrbuch im Sinne von, dass ich von vorne anfangen kann zu lesen bis hinten durch, aber die Kapitel an sich sind halt lehrbuchartig aufgebaut mit Übungsfragen, Vertiefungsfragen, auch sowas wie Merksätzen veröffentlicht. Und haben das jetzt 2013, und das war wahrscheinlich das Spektakulärere, wieder aufgelegt. Und das haben wir mit 280 Leuten in nur 7 Werktagen betrieben. Also die Wiederauflage war schon eine deutliche Überarbeitung. Gab viele neue Artikel und haben da quasi in einem Gewaltakt und einer sehr relativ öffentlichkeitswirksamen Aktion dann quasi das ganze Werk wieder veröffentlicht. Und das Neue ist, an der neuen Lizenz haben wir quasi Gott sei Dank auch mit dem Vertrauen und den Erfahrungen der Autoren, aufgrund derer wir zum Teil eben dann gedacht haben, wir müssen in der ersten Lizenz noch auf eine ND-Option setzen. Also ND heißt, die einzelnen Bestandteile der Texte können eigentlich noch nicht offen verwendet werden, sondern das Kapitel an sich muss so bleiben, wie es ist. Haben wir dann jetzt in der jetzigen aktuellen Variante auf eine CC BY SA-Option setzen dürfen. Und ich muss auch sagen, das ist auch sowas ganz Spannendes. Also es wird ja uns, aus heutiger Perspektive habe ich das nicht nur einmal gehört, so das ist ja gar nicht richtig OER, die erste Ausgabe.
Und ich muss einfach sagen, hätten wir das damals nicht so gemacht und es wären sicher viele, vor allem der etablierten Professoren, wären gar nicht auf die Idee gekommen mitzuschreiben. Da war einfach eine große Sorge aufgrund der Beschreibung der Lizenz, dass quasi das jeder verändern kann, dass die Idee bestand, das funktioniert so wie bei der Wikipedia. Jeder kann quasi dann auf der L3T-Plattform die Texte verändern. Und das haben wir ja nie geplant gehabt. Also wir haben gesagt, nee, wir möchten einfach auch aus pragmatischen, aus Qualitätsgründen etc., dass es einfach ein PDF ist, das schön ausschaut, also das einfach nett ist zum Runterladen, das nicht haben und wollten halt auch und haben halt dann gemerkt, oh, da gibt es schon Bedenken und haben einfach gesagt, okay, nein, wir nehmen halt diese ND-Lizenz, damit es halt auf alle Fälle auch da keiner das Gefühl hat, man kann da seine Materialien quasi verhunzen und mit der, im Laufe der Jahre hat sich ja sehr, sehr viel eben bewegt, glaube ich, ist auch allen Beteiligten klar, dass ihnen da jetzt erstmal keine Gefahr besteht quasi den eigenen Texten gegenüber auf der Plattform an sich. Es ist ja sicher, es gibt ja keine Wiki-Editierfunktion für die Texte, aber natürlich kann es jetzt frei verwendet werden. Ja, und dann war deine Frage jetzt auch gleich als nächstes, also wir haben, was gibt es denn jetzt für Modifikation und für Verwertung oder, ja, möchtest du noch nachhaken? Vielleicht noch einmal, du hast das jetzt eben so ganz leichtfertig gesagt, an einem Wochenende mit 280 Leuten. In 7 Tagen, nicht an einem Wochenende. Aber das Wochenende haben wir ehrlicherweise auch dazu genommen. Okay. Es waren eigentlich, fast 9 Tage, ja. Wie ist das organisiert? Das ist ja tatsächlich auch jetzt nicht das Standardverfahren, in 7 Tagen das zu entwickeln, ein Lehrbuch oder zu überarbeiten. Nein, natürlich hat das Projekt an sich hat viel länger gedauert, weil wir haben das natürlich in vielen Monaten vorbereitet, dass es überhaupt möglich ist, in 7 Tagen sowas durchzuführen. Und das hat funktioniert, indem wir, also eigentlich die ursprüngliche Idee und wo wir auch Fördermittel beantragt hatten, war einfach 50 Autoren zusammenzusperren in ein Hotel und dann gegenseitig zu reviewen und dann quasi, weil wir ja auch alle das eigentlich können, das zu layouten, zu lektorieren. Also ich meine, solche Dinge kann nicht jeder gleich gut, aber im E-Learning-Bereich kann doch jeder oder fast jeder ein bisschen Layout zumindest. Das hat einfach nicht geklappt, weil es sehr teuer ist, 50 Leute eine Woche lang im Hotel zu bewirten. Und dann wurde unser Budget halbiert und dann war halt die Frage, nehmen wir das halbe Budget oder machen wir es halt gar nicht. Dann ist halt oft so, dieses Nullstreichen am Budget ist ja oft ein wahnsinniger Treiber für Innovation und so bei uns auch. Wir haben halt gesagt, ja, wir wollen es unbedingt machen, aber wie kriegen wir das jetzt quasi so hin, dass uns nicht diese Übernachtungskosten effektiv entstehen? Dass wir die Leute halt an ihren Arbeitsorten bedienen können. Das heißt, so ganz ohne Anlaufstellen geht es nicht. Wir haben mit L3T-Camps gearbeitet. Wir hatten 9 Camps im deutschsprachigen, also in Deutschland und in Österreich. In der Schweiz hatten wir leider keins, wo man quasi hingehen konnte, wo einfach starke Partner waren, die auch intensiv am Projekt mitgemacht haben. Das war beispielsweise eteaching.org in Tübingen. Oder Multimedia-Kontor in Hamburg, die einfach gesagt haben, wir haben da Spaß an dem Projekt, wir öffnen unser Büro oder unseren Seminarraum und wer dann quasi hier schreiben möchte, weil es einfach netter ist, soll doch kommen. Was wir auch hatten, wir hatten jeden Morgen eine L3T-TV-Show quasi, also über Google Plus gestreamt von einer professionellen Moderatorin, die macht eigentlich Radiomoderation, hat dann quasi sich gesagt, es ist für mich spannend, ich kann quasi Fernseh- und Live-Luft schnuppern, lasse ich mich gerne drauf ein und hat dann quasi eine relativ frühe Morgensendung, gab es jeden Tag, den man halt einfach im Web verfolgen konnte. Und neben diesen 2 Sachen war noch wichtig, es gab ein stehendes System, man konnte immer schauen, in mindestens 4 Camps läuft und durch dieses Videokonferenzsystem auch immer sofort einen Kontakt suchen, also mit uns sprechen, also jetzt also mit den Leuten in Graz oder mit in Hamburg oder wie auch immer und sich da austauschen. Und es gab natürlich jetzt wie auch in einer Zeitung oder so, es gab jeden Tag nachmittags eine Redaktionskonferenz, wo dann quasi die Verantwortlichen für die verschiedenen Bereiche, Lektorat, Layout, Reviewing, dann hatten wir auch Beauftragte für spezifische Fragen wie das Gendering, sich getroffen haben, gesagt haben, oh, wir haben jetzt so viel Kapitel gerade bei uns, wir brauchen jetzt noch Leute oder nee, bei uns läuft es eigentlich ganz gut, ist alles im Griff, wir haben da und da Probleme, wo halt einfach das dann besprochen wurde. Ja, und wir hatten natürlich einfach, was das Wichtigste war, wir hatten ein unglaublich tolle Leute, die auch drüber hinweggesehen haben, wenn es halt mal zu Frustrationen kam, weil natürlich entstehen Fehler in so einem Prozess. Manchmal wurden zum Beispiel Artikel 3-mal gereviewt oder so, weil es halt irgendwie passiert ist oder es wurde gereviewt, obwohl er eigentlich schon gut war oder und solche Sachen. Aber ich glaube, das hatten dann doch alle Beteiligten, die da auch in verantwortlichen Positionen quasi waren, die halt irgendwie für Teile verantwortlich waren, total super hingekriegt. Also auch das Feedback war ja ganz klasse und haben auf viele geschrieben, naja, das und das lief jetzt nicht so gut, aber in der Summe war halt einfach fein dabei zu sein. Da war irgendwie Spirit dahinter. Das hat einfach auch einen Drive gegeben durch diese 7 Tage. Also allen war klar, das muss irgendwie und also wenn ich jetzt mitmache, dann muss ich jetzt mitmachen und nicht irgendwann viel später. Das ist vorbei. Und das gibt natürlich nochmal Drive für so ein Projekt.
Und glücklicherweise hat es funktioniert und das war, muss ich sagen, es war aber wirklich Glück. Also wir waren wirklich, also ich, zum Schluss ist man dann ja, ist, war quasi in dem Fall ich da der Flaschenhals, weil ich musste beim Verlag hochladen. Und das hat halt irgendwie dann gar nicht mehr so funktioniert, wie man das wollte. Also es, dann war aber wirklich pünktlich zur Pressekonferenz, gab es nicht nur die Online-Version, sondern es gab eben schon ab dem Zeitpunkt auch die Möglichkeit, das als Print zu kaufen und dann quasi innerhalb weniger Tagen zu bekommen. Also, aber wie gesagt, mit Glück, und ich bin mir auch nicht sicher, aber so, also ich habe gesagt, ich werde sowas nicht nochmal machen, weil natürlich möchte man, wenn mein Projekt läuft, auch, dass das Projekt funktioniert. Und trotz vieler Absicherungen und guter Planungen gab es einfach, haben wir im Verlauf gesehen, es hätte an vielen Stellen ganz ordentlich schieflaufen können, ist es Gott sei Dank nicht. Toi. Gucken wir auf das fertige Produkt. Das kann man jetzt wahrscheinlich traditionell messen in Bücher gedruckt und wahrscheinlich auch in Downloads und so weiter. Mhm. Das wäre mal das Erste, machen wir das erstmal, um zu zeigen, wie verbreitet es ist. Also ganz aktuell, 2015 ist die neue Ausgabe, also die Kapitel der neuen Ausgabe mehr als 100.000 Mal runtergeladen. Die neue Ausgabe ist 2013 im Sommer erschienen und die Kapitel der ersten Ausgabe von 2011 sind jetzt 300.000 Mal runtergeladen. Man sieht es, gibt so ein Live-System, da kann man mal schauen, kann auch schauen, welches Kapitel wie oft runtergeladen wird. Das ist nämlich ganz lustig. Das sind, betrifft allerdings nur die Kapitel, die bei uns auf dem Server liegen. Und das Spannende an OER ist ja, dass es sehr viele Kopien schon gibt. Es gibt archivierte Versionen bei verschiedenen Archiven, also jetzt auch in wissenschaftlichen Archiven, die eben Publikationen archivieren oder auch auf Rechnern von Bibliotheken, die es einfach als Service ihren Studierenden gegenüber machen, und wir haben auch selber bei SlideShare eine Kopie und so weiter, und die Sachen sind da nicht einbezogen. Also da gibt es natürlich wahrscheinlich hoffentlich weitaus größere reine Downloads und Nutzungszahlen, und die sind natürlich sehr erfreulich. Wir haben gesehen, das ist glaube ich auch für andere Projekte wichtig im Hochschulbereich, das ist nicht so, dass es von Anfang, also das gibt natürlich am Anfang, klar, haben sehr, sehr viele zugegriffen und wollten sich das mal anschauen, was haben die da eigentlich gemacht, auch die Autoren wollen wahrscheinlich wissen, was funktioniert. Dann ist erstmal eine Zeit lang relativ wenig passiert und die Hochschule ist einfach träge, es gibt einfach Seminarkonzeption, man muss das quasi auch erst im Seminar als Literatur einbringen, und es hat bei uns effektiv, ich würde sagen, fast ein Jahr gedauert, und jetzt merkt man, das sind ganz, ganz kontinuierliche Zugriffe, also da gibt es also wir hatten natürlich jetzt zur zweiten Veröffentlichung wieder so nochmal einen kleinen Boom, weil halt alle nochmal schauen wollten, wie schaut es jetzt aus und so, aber es ist einfach stetig zugenommen auf einem hohen Niveau. Ohne, man sieht halt, okay, Ende des Semesters zum Beispiel sind nochmal solche Sachen, und wir haben auch eine Möglichkeit zu schauen, von welchen Standorten, zumindest wenn diese Daten erfasst werden, gerade sehr viele Zugriffe erfolgen, und können uns dann Gedanken darüber erlauben zu machen, wer da vielleicht gerade sitzt und L3C verwendet, weil manchmal kennt man dann ja auch die Kollegen. Aber das ist irgendwie spannend zu sehen. Es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis es dann quasi im Hochschullehralltag da ist. Und das ist, hat bei L3T halt, wie gesagt, ungefähr ein Jahr gedauert. Und jetzt ist es einfach drin. Und ich glaube auch nicht mehr so leicht wegzudenken. Es ist ja auch nicht so, dass da jetzt wahnsinnige, flexible Neuarrangements in solchen Seminaren passieren. Abgesehen von den Neuentwicklungen. Und da sind wir auch anpassungsfähig, was L3T angeht. Wir haben ja auch viele neue Themen jetzt aufgegriffen im neuen L3T. Die natürlich auch in traditionellen Lehrwerken gar nicht drinstehen. Es gibt ja weiterhin auch Bücher, die gedruckt werden, und Lehrbücher, die da sind, die auch zum Teil sehr, sehr gut sind. Also das ist ja keine qualitative Frage, aber die halt zum Teil einfach auch diese neueren Entwicklungen noch nicht so berücksichtigt haben, wie es bei L3T jetzt in der neuen Ausgabe wieder berücksichtigt werden konnte. Das also die Nachfrage ist sehr groß, und du hast natürlich recht, in der Szene und in meinem E-Learning-Bereich ist natürlich das auch sehr bekannt. Und das ist auch für alle Mitwirkenden, glaube ich, attraktiv, also für die Partner bei dem Projekt, als auch für die Autoren und Mitmacher zu sagen, sie haben da zum einen mitgemacht, zum anderen veröffentlicht, haben dann eine gewisse Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt natürlich die Frage zu dem, die Idee von OER ist ja nicht nur, dass es verwendet wird, sondern auch, es ist ja diese Möglichkeit der Modifikation gegeben. Also wird es auch wirklich dann so verwendet im Sinne von, gibt es da Leute, die die einzelnen Kapitel zum Beispiel jetzt zu Slides modifizieren. Also sagen, ich nehme jetzt das Kapitel als Struktur für meine Lehrveranstaltung oder für meine eine Stunde und ich mache da Slides draus. Und da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, aber das wissen natürlich die anderen nicht. Da sind wir auch ein bisschen erstaunt, dass das sehr verhalten funktioniert. Also dass es gibt diese Initiativen, das sind vor allem aus dem engeren Kreis von den Leuten, die quasi wahrscheinlich auch so das Gefühl haben, das ist eh um ein L3T, also das ist eh das eigene Kapitel zum Beispiel, oder ich war da halt einfach leitend dabei. Es gibt natürlich jetzt auch zum Beispiel MOOC von Michael Kopp und von der Elke Lackner auf der iMOOCs-Plattform, die
eigentlich vor allem L3T-Materialien verwendet haben als Begleitliteratur, aber das L3T-Material an sich war jetzt nicht so aufgerissen oder sowas oder wirklich modifiziert im eigentlichen Sinne. Und ich glaube, dass es allerdings, da glaube ich, haben wir glaube ich schon kulturell einfach ein Problem damit, dass dieses Angebot, ihr dürft es modifizieren und verwenden, wirklich als echtes Angebot zu verstehen und dass wir einfach vor allem in der Wissenschaft, ich meine, wir kennen ja auch diese Vergleiche, wie viel plagiiert wird und da ist ja da der Deutschland Spitzenzahlen im Sinne von, dass es wirklich sehr, sehr wenig wahrscheinlich oder weniger plagiiert wird wie in anderen Ländern. Das kann man manchmal gar nicht sich vorstellen angesichts der Dissertationen, die so zusammengekopiert wurden, aber anscheinend ist unser Ethos da schon sehr hoch und vermutlich ist es eben auch hier diese Haltung, dass man zwar rational weiß, das dürfte man jetzt verwenden und das ist ja eigentlich auch die Idee von OER und dass es aber trotzdem mal so das Gefühl hat, das kann ich doch jetzt nicht einfach machen. Also eine Kulturfrage, keine technische oder rechtliche oder sowas. Glaube ich schon. Also das ist, und meine, wir hatten jetzt ja auch uns letztes Jahr im Sommer beworben bei einem Förderprogramm mit der Idee, eine Remix-Initiative im OER-Bereich zu machen, haben es leider nicht bekommen. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich wichtig wäre. Also es wäre zu mich auch, also ich denke jetzt natürlich so, sag mal, 3, 4, 5 Jahre im Voraus. Das ist jetzt vor allem für die OER-Leute richtig wichtig, aber wenn jetzt quasi das OER sich institutionalisiert in Ausschreibungen, in Förderbedingungen, auch in Projekten, dann sollte man nicht mehr daran denken, unbedingt OER-Wettbewerbe zum Beispiel zu machen, sondern zu sagen, jetzt wird es an der Zeit, das wirklich zu incentivieren, dass man OER wiederverwendet. Mhm. Also das könnte quasi, der übernächste Schritt könnte sein, wenn Sie ein Projekt bei uns machen wollen, dann ist die Auflage aber, dass Sie natürlich sehr viel auf OER zurückgreifen, das es schon gibt. Ja. Wettbewerb könnte sein, wir machen keinen Wettbewerb für OER, sondern wie Sie besonders clever OER wiederverwendet haben. Ja. Das wäre so für mich der nächste Schritt, um einfach zu sagen, das ist völlig okay und das ist ja auch wirklich eine kulturelle Frage im Sinne von, die gab es ja vor 200, 300 Jahren im eigentlichen Sinne noch nicht so sehr. Also dieses ganze Urheberrecht und Patentschutz und sowas ist ja einfach Kultur. Ist ja nicht immer, war ja nicht immer, ist nicht Gott gegeben, ist keine natürliche Voraussetzung unseres Daseins und vielleicht gibt es dann da auch wieder die Möglichkeit, da eine andere Kultur zu schaffen, die ja auf einem als Megatrend formuliert, also im Sinne von Sharing, was man ja durchaus als Megatrend bezeichnen kann, auch schon da ist. Und vielleicht gibt es dann da auch die Möglichkeit, dass sich das dann quasi auf OER. Also ich bin mir sicher, dass es sich auch praktisch dieser Megatrend des Sharings sich auf OER bildet, wie auch das Do-It-Yourself so ein allgemeiner Trend ist, der ja auch OER jetzt zugutekommt. Dass es da einfach Effekte gibt und ich hoffe einfach, dass das auch wirklich an Initiativen gibt, womit klar wird und deutlich wird, wir haben das OER jetzt nicht nur geschaffen, um unsere eigenen Sachen da einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, sondern wir finden das total cool, wenn ihr was draus macht. Wir hoffen natürlich, dass es total cool ist, was ihr draus macht, aber es ist auch okay, wenn es nicht so toll ist. Also Remix-Wettbewerbe. Sprechen wir über Geld. Mhm. Die vielen Mitwirkenden an dem Lehrbuch haben kein Geld für ihren Beitrag bekommen? Fragezeichen. Ja, da gab überhaupt gar kein Geld. Häufig wird ja das auch sehr gleichgesetzt. OER als die, weiß ich nicht, gratis oder kostenlos Kultur oder sowas. Mhm. Genau. Und du sprichst ja ein wundes Thema bei mir an. Das ist ja, für mich ist es ja wirklich so schade quasi, dass auf blöder Weise beim Thema OER auch alle an kostenlos denken und daran denken, dass es dann auch quasi üblicherweise so sein sollte, dass das Zeug kostenlos erstellt wird und auch keine Kosten bei der Erstellung überhaupt angefallen werden. Das ist natürlich also an meiner Stelle völlig falsch. Für mich hat OER prinzipiell überhaupt nichts damit zu tun, dass die Erstellung und die professionelle Tätigkeit an sich kostenlos erfolgen sollte oder kann. Im Gegenteil, das ist eine genauso professionelle Tätigkeit wie die andere, die entsprechend entlohnt werden muss. Wir haben bei L3T oder auch bei ähnlichen Initiativen einfach aus Notlage heraus mit wenig Budget arbeiten müssen. Wir hätten sehr, sehr viel gerne mehr Geld dafür gehabt. Aber wir wollen ja nicht zeigen, wir wollten ja nicht zeigen, dass es mit wenig Geld geht, sondern wir wollen zeigen, dass OER was bringt und cool ist. Und das haben wir, glaube ich, ganz gelungen beweisen können mit L3T, dass es auch einfach nachgefragt wird, dass es Sinn macht, in OER zu investieren. Und die Absicht war nicht zu zeigen, dass es mit wenig Geld gibt. Relativieren muss man sagen, gerade im Hochschulbereich ist es ja schon so, dass die Lehrtätigkeit eben auch zum Beruf gehört und zur entlohnten Arbeitszeit. Klammer auf, realistischerweise weiß ich, dass es bei einigen zu prekären Arbeitsverhältnissen geführt hat, Klammer zu. Aber dass es eigentlich jetzt im Rahmen von einer bezahlten Berufstätigkeit funktioniert,
Und deshalb ist es natürlich auch so gewesen, auch diese Einrichtungen, diese Partner, die wir haben, da gehört es zu ihrem, zur Aufgabe der Partner, sich das anzuschauen, zu unterstützen. Deshalb gibt es auch die Autoren. Wir haben aber natürlich auch Leute gehabt, die sich wirklich effektiv Urlaub genommen haben, um bei L3T mitzuwirken. Wir haben auch Chefs gehabt, die quasi, wo es nicht so naheliegend ist, dass die Mitarbeiter bei L3T mitwirken mussten, die dann quasi das Okay gegeben haben. Was mich natürlich auch besonders freut, sage ich mal. Also es war immer ehrenwert, bei L3T mitzumachen, aber bei denjenigen, die dann wirklich hier das wirklich ehrenamtlich gemacht haben, ist natürlich wirklich großartig, vor allem da, wo es effektiv auch dann Ausfälle gab, natürlich, weil man halt freiberufliche Tätigkeiten nicht machen konnte, weil man halt unbedingt an diesen 7 Tagen dabei sein musste. Und das finde ich natürlich auch ganz toll. Das Problem ist wirklich, dass es komischerweise immer gedacht wird, dass also auch von quasi der, wenn es sowas wie eine gegnerische Seite gibt, es gibt halt das tradierte Modell der Verleger, die halt da natürlich ein Problem darin sehen, wenn ihre Geschäftsmodelle auf den Kopf gestellt werden, das auch hinterfragen, auch natürlich Argumentationen wie Qualität und so weiter an den Mann bringen, weil sie halt ihre Geschäftsmodelle in Frage gestellt bekommen haben und die natürlich auch oft sich große Sorgen machen, dass da auf einmal jemand kommt, der das kostenfrei anbieten möchte. Und das kann ich nur für mich und meine Kolleginnen, glaube ich, nur unterstreichen. Ich habe, also OER passiert professionell, da muss es auch professionell entlohnt werden. Also das, ich habe das nie gemacht, meine Projekte, um zu zeigen, dass man mit wenig Geld viel erreichen kann, sondern dass es wichtig ist, OER zu produzieren, weil man damit viel erreichen kann. Manchmal frage ich mich auch, woher es kommt, weil das ist eigentlich ein Kurzschluss, dass es kostenlos von Nutzerseite erhältlich ist. Hat ja erstmal überhaupt nichts damit zu tun, dass es professionell produziert wird. Ja, das ist ganz. Aber es ist mir auch bei Barcamps ist das Gleiche. Also wenn ich ein Barcamp quasi veranstalte, es ging jetzt konkret ein Barcamp in einer Landeshauptstadt, also praktisch veranstaltet von der Behörde, wo sie quasi völlig davon ausgegangen sind, dass ich als Redner, als Experte, praktisch, wenn ich da eingeladen werde, um mich doch irgendwie zu beteiligen, das heißt jetzt als Teilnehmer oder als Redner, das ist ja beim Barcamp eben noch ganz offen, mit der Bitte natürlich auch uns irgendwie eine Session zu machen, dass dann völlig klar ist, dass mir nichts bezahlt wird. Und das ist ja irgendwie total absurd. Natürlich, klar, das Barcamp an sich muss für die Teilnehmer offen sein, aber das heißt ja nicht, dass der Gastgeber oder die Strukturen nicht finanziellen Aufwand bedeuten. Ja, also manchmal scheint mir das auch einen ideologischen Hintergrund in der Diskussion zu geben da. Also gerade bei Barcamps fällt es mir auf, weil ich tatsächlich auch als teilweise damit Geld verdiene, Barcamps zu organisieren und das bei so in bestimmten Teilen der Barcamp-Szene sehr kritisch gesehen wird, dass eigentlich auch die Organisation eines Barcamps ehrenamtlich sein muss. Ja, das geht vielleicht bei bestimmten Strukturen heraus. Also wenn ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter, würde ich natürlich auch, versuchen, also wenn ich jetzt, oder in einer bezahlten Einrichtung, wo das halt zu meiner Tätigkeit dazugehört, aber natürlich sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen anders, die halt auch, weil wir halt eben auch freiberuflich tätig sind und auch einfach dann viel direkter davon negative Konsequenzen verspüren, wenn jemand sagt, dafür gibt es kein Geld, weil wir dann wirklich nicht leben können. Das ist wahrscheinlich sensibler als andere, aber das ist eine ganz komische Entwicklung. Also dieses, und das Schlimme ist ja auch, dass dadurch auch noch, das ist nicht nur so, dass nichts bezahlt wird, sondern effektiv auch in der Wahrnehmung, man das Gefühl bekommt, dadurch, dass es kostenlos angeboten wird, ist es weniger wert. Also das ist ja das auch, was mir auch ein bisschen leid tut, manchmal auch im MOOC-Bereich oder im OER-Bereich, dass die Leute so das Gefühl haben, oder es kostet mich nichts, dann kann es ja gar nicht so viel wert sein. Das sorgt natürlich für große Überraschungseffekte, gerade wenn sie zum Beispiel sehen, wie dick L3T quasi ausgedruckt ist, weil sie das gar nicht so wahrnehmen. Also da ist zwar eine Webseite und da sind zwar 60 Kapitel und und das ist irgendwie, und dann, wenn es dann quasi mal gedruckt vor einem liegt, ist es dann noch auf einmal so ein Überraschungseffekt da, und der liegt bestimmt jetzt daran, dass man so das Gefühl hat, das ist ja kostenlos, das kann ja jetzt ja irgendwie nicht so richtig was sein. Und das ist natürlich irgendwie schade, aber da, wie soll ich sagen, das sind einfach, damit müssen wir leben. Ich weiß gar nicht, in irgendeinem anderen Projekt hatte ich das mal auch, und dann sagte jemand, ich glaube, es ging auch an meinem Buch, was war das denn? Ich weiß nicht mehr, aber jemand sagte, oh, das ist ja sogar Hardcover. Und das fand ich so toll, weil das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Gut. Das ist eh ganz lustiger mit diesen gedruckten Sachen. Das ist eh ganz spannend, was da dann doch immer, also das doch immer spannend ist, sowas auch gedruckt anzubieten, zum einen als Service eben und ja, diese ganzen Effekte darum. Aber das ist auch da, glaube ich, wieder eine Kulturfrage, auch so mit dem Papier und dem Gedruckten und sowas. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Einzige, was meine Mutter von dem, was sie in den letzten 10 Jahren gearbeitet hat, verstanden hat, war, als sie ein Buch im Buchladen gesehen hat. Bei sich in ihrem Buchladen, also nicht irgendwie auf dem Foto. Also. Gut, noch ein anderer Punkt ist die Frage nach der Öffentlichkeit. Jetzt
wenn man mal dich als, nicht als Beispiel nimmt, sondern als Fall nimmt, dann fällt dir als erstes auf so ein gewisses Paradoxon, dass du relativ viel Open machst, auch OER machst, obwohl du gerade nicht im Rahmen eines Vollzeitjobs dafür bezahlt wirst. Mhm. Im Gegenteil. Und zum anderen, dass du eben sehr viel öffentlich machst. Also man kann von dir sehr, sehr einfach verfolgen, woran du arbeitest, worüber du nachdenkst, was du publizierst etc. Ist das ein unmittelbarer Zusammenhang, OER zu nutzen, zu erstellen etc. und seinen Arbeitsprozess auch öffentlich darzustellen und auch zur Diskussion zu stellen? Ich bin ein bisschen zwiegespalten, das weiß ich gar nicht. Also zum einen habe ich zum Beispiel gar nicht das Gefühl, dass ich sehr viel, also dass ich meine Arbeit sehr veröffentliche. Das ist, glaube ich, wirklich richtig, ja. Aber zum Beispiel privat, glaube ich, ist es schwierig für mich, vieles herauszubekommen, wenn man mich nicht persönlich kennt. Also ich glaube nicht, dass meine relativ... Und das andere, auch da bin ich mir nicht ganz sicher, inwieweit, also wahrscheinlich ist eine gewisse Offenheit als Grundstruktur für beides notwendig. Für mich ist einfach so, also wir haben durch L3T, ich hab zwar auch schon früher gebloggt und ich habe auch früher schon die Bildungsforschung gehabt, also ich habe auch da schon öffentlich gearbeitet, aber bei L3T haben wir halt schon gesehen, wenn wir sowas machen, dann wollen wir auch, dass es genutzt wird. Also das war schon so ein Treiber und die vielen faktisch ja PR-Aktivitäten, die wir rund um L3T oder auch um unsere sonstigen Sachen machen oder auch andere in dem Bereich machen, dient ja auch einfach der Nutzung. Und das ist, weiß ich, glaube, das ist glaube ich da in dem Sinne nicht uneigennützig, wenn ich quasi diese Aktivitäten auch wiederum bespreche und betone, und zwar im traditionellen wissenschaftlichen Sinne, weil dadurch habe ich natürlich auch Möglichkeiten, Kolleginnen zu zeigen, was mich interessiert, was ich vielleicht gerade veröffentlicht habe, mich auszutauschen. Also das ist ja auch eine Möglichkeit zu kommunizieren. Und wenn ich nicht weiß, was der andere tut, was soll ich nachfragen, die man quasi hat. Umgekehrt ist es wirklich auch einfach ein PR-Mittel letztlich für die eigene Arbeit, für diese offenen Bildungsressourcen, die man so schafft. Ich meine, ich kann, wenn ich nur bei Slideshare was hochlade, wird es natürlich da auch auffindbar, aber ich möchte es ja auch dann zur Verfügung stellen und dann müsste ich halt das irgendwo in einem kleinen Rahmen auch publik machen. Ich meine, es ist ja keine PR im professionellen Sinne, aber natürlich, also ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob das, also es gibt bestimmt eine Grundstruktur, dass ich irgendwo das gerne auch teile und auch offen bin und es ist bestimmt auch nicht ganz uneigennützig und der Weblog an sich, da muss ich auch ganz pragmatisch sagen, der gibt mir unglaublich Struktur, auch eine Übersicht über mein, also der Weblog ist bei mir der praktisch der wissenschaftliche CV, also ich habe kein Dokument, das ich noch parallel oder so pflege, falls ich in die Lage kommen würde, dass ich mich bewerben müsste, würde ich halt aus dem Weblog das rauskopieren, neu formatieren, also das ist auch so, das ist in dem Sinne mehr ein Portfolio, das ich halt veröffentliche. Also es sind ja auch oft einzelne Beiträge, manchmal sind sie einfach witzig, manchmal sind sie einfach irgendwie Gedanken und sehr oft sind es einfach Darstellungen von dem, was ich halt mache. Und natürlich mache ich sehr viel, deshalb gibt es viel zu schreiben, ja. Okay, aber falls da jetzt da draußen ein Biologiedidaktiker ist, der mit dem Gedanken OER jetzt sich anfreunden kann, der muss nicht sofort auch auf einem Blog seine professionelle Arbeit darstellen. Nein, glaube ich gar nicht. Und deshalb ist auch, wissen wir wieder am Anfang von dem Gespräch, ich glaube eben, dass es sehr viele gibt, die das einfach machen und vielleicht die Zeit gar nicht haben, gar nicht das Bedürfnis sehen, sich da irgendwo auch in der Öffentlichkeit zu betätigen, sondern einfach halt ihren Kram machen und einfach das halt aus einer gewissen Pragmatismus heraus oder Servicegedankenhaus veröffentlichen, ohne dass sie da dezidiert sich zum einen in der OER-Szene betätigen wollen, zum anderen überhaupt in der Öffentlichkeit breit darstellen wollen. Jetzt total schön, ein Schlusswort daraus zu machen. Ich habe noch eine andere Idee gekriegt gerade. Von dieser Idee im stillen Kämmerlein oder zumindest nicht in der Weltöffentlichkeit OER zu verbreiten. Vielleicht passiert auch dieses Reuse und Remix viel stärker im stillen Kämmerlein, dass die Leute das eben auch nur, weiß ich nicht, in ihren Lehrveranstaltungen vor Ort und auf ihrer geschlossenen Lehrplattform vor Ort modifiziert bereitstellen. Das kann durchaus sein. Also wir wissen zum Beispiel, es gibt von mindestens der Hälfte der L3T-Artikel gibt es Podcasts von Studierenden erstellt. Aha. Das war im Auftrag von einer Veranstaltung, haben wir auch nur zufällig mitbekommen. Also weil wir zufällig, der Martin in einer Lehrveranstaltung in der gleichen Uni quasi war und hat das halt mitbekommen, dass da quasi im Rahmen von Lehrveranstaltungen die Podcasts gemacht worden sind. Das wäre eigentlich eine Kleinigkeit, die Sachen zu veröffentlichen. Warum sie es eigentlich gemacht haben, wissen wir jetzt gar nicht so richtig. Wir durften uns dann zwei, drei anhören, die waren sehr nett. Also es waren halt studentische Arbeiten, das war jetzt nicht alles total perfekt oder so, aber es wäre bestimmt toll gewesen, wenn die veröffentlicht worden wären. Ich weiß gar nicht, warum das nicht gemacht wurde. Also da gibt es bestimmt, hoffentlich, denke ich, wahrscheinlich
noch mehr Dinge, die eigentlich da wären. Aber das ist ja auch so was Spannendes. Das gibt es ja auch zum Parallele im Schulbereich. Im Schulbereich, glaube ich, gibt es unglaublich viel digital aufbereitetes Material, das eigentlich mit einem Handstreich zu veröffentlichen wäre und nutzen wäre, wenn die Grundstrukturen anders wären. Also wenn die Schulbücher an sich freigegeben werden könnten, könnte man die ganzen Lehrmaterialien drumherum auch freigeben. Und das Potenzial ist natürlich in der Hochschule auch, wenn das einschlägige Lehrwerk freigeben werden würde oder das Skript vom Professor, mit dem seit 5 Jahren schon eigentlich die Lehrveranstaltung aufbaut, wenn die freigegeben werden könnte, könnte man vielleicht auch alles andere drumherum auf einmal freigeben. Nur wenn das halt da schon ein bisschen fragwürdig ist, weil es einfach nur Modifikationen waren, die zwar okay sind, weil der Professor das erwartet, aber alle nicht ganz so sicher sind, ist es natürlich wieder ein Problem. Und wahrscheinlich ist es aber auch da wieder auch mindestens genauso groß eine Kulturfrage wie eine rechtliche oder technische. Also dass da ich hätte jetzt tatsächlich so einen Eisberg vor Augen, wo man 99% unter Wasser nicht sieht, was an Remix, Reuse, Weiterverarbeitung geschieht. Noch eine spannende Ergänzung. Ich habe, das wird ja oft, man hat manchmal so den Eindruck, das hat was mit ist halt auch eine Altersfrage, weil halt irgendwie so wie so die Jüngeren da irgendwie affiner sind, weil sie da eher auch mit dem ganzen digitalen Kram. Ich habe dann anderen, also das glaube ich zum einen gar nicht, also ich erlebe das auch gar nicht so, dass es irgendwie besondere Altersgruppen sind, die sich besonders hervortun. Ich glaube, es gehört eine gewisse Reife und Erfahrung oft dazu, aber nicht notwendigerweise, um zu wissen, das ist ganz cool, wenn man das hätte. Ja. Gibt aber auch Studierende, die schon ganz clever sind und sagen, im Rahmen meiner Lehrveranstaltung wäre es doch viel toller, wenn ich jetzt da OER verwenden würde und sich damit auch beschäftigen. Aber dass es eben nochmal einen zweiten Effekt gibt, dass ich konkret mit einem Professor, der halt sein Lebenswerk einfach nochmal veröffentlichen werden wollte, wo natürlich der Gedanke Open Access ein wichtiger ist und auch die Ressource OER nicht ganz blöd ist, wo man einfach sagt, das ist nochmal ein ganz anderer Treiber zu sagen, jetzt habe ich da irgendwie meine Bücher gedruckt mit einer gewissen Lebenserfahrung, weiß ich auch, die gibt es gar nicht mehr im Buchhandel. Blöderweise habe ich meine Rechte eigentlich abgetreten. Ich bin eigentlich quasi, obwohl mein Leben darin bestand, hier zu produzieren, Wissenschaft zu betreiben und Lehre zu betreiben, bin ich irgendwie obsolet geworden, wenn ich jetzt nicht schnell schaue, dass mein Zeug an den Mann bringt. Und da hoffe ich, also das klingt total, also es klingt, ist es irgendwie schon irgendwie gemein, sowas zu formulieren, aber da hoffe ich, dass es noch den einen oder anderen gibt, der sein Lebenswerk so an der Ende der Kurve jetzt wirklich quasi so nutzt und sagt, ich bemühe mich noch, bevor ich jetzt in Rente gehe oder wenn ich in Rente bin, meine ganzen alten Verträge aufzulösen oder zu schauen, dass ich es wieder veröffentlichen kann und dann wirklich so ganze Sachen, weil das ist ja das Spannende, es gibt ja unglaublich viel, es ist ja nicht, dass es keine Ressourcen gibt, die digital wären oder die da wären, die sind nur nicht als OER veröffentlicht. Gibt es noch was, was wir dringend im Rahmen des Gesprächs sagen sollten? Zum Thema Hochschule? Ja, es ist kein richtiges Statement, sondern ich frage mich halt, wie es uns jetzt gelingt, möglichst schnell Strukturen zu schaffen, dass diese ganzen Unbekannten, über die wir gesprochen haben, also die unbekannten OER-Entwickler, die unbekannten, die vielleicht gar nicht wissen, was OER ist, die gar nicht wissen, dass man es machen könnte, die gar nicht wissen, dass es sinnvoll ist, wie wir die möglichst schnell erreichen. Und da ist natürlich für mich eine bildungspolitische Entscheidung bei den Fördergebern ganz wichtig. Also das finde ich ganz toll, dass da diese zumindest als Option schon beschrieben werden, OER. Und das andere wäre natürlich, dass auch in den Hochschulstrukturen muss natürlich dann auch massiv Weiterbildung betrieben werden, Angebote, Strukturen geschafft werden über die herkömmlichen Strukturen. Das heißt, wie gesagt, ich denke halt die Hochschuldidaktikzentrum, die Weiterbildungseinrichtungen, die intern sind da die Stellen und ich sehe halt auch da, wo halt schon Initiativen sind, zum Beispiel an der TU Darmstadt, wo halt einfach dann zufälligerweise jemand an der richtigen Stelle sitzt, also in dem Fall der Herr Hoppe, der halt das als Pädagoge da die E-Learning-Abteilung quasi, ich weiß gar nicht, ob er Chef ist oder ob er es betreut, der quasi das Open-Courseware-System da installiert hat oder jetzt auch in der TU Graz, wo der Martin Ebner an der entsprechenden Stelle sitzt, wo halt einfach klar ist, wenn halt da zufällig sowas passiert, ist natürlich total klasse, weil dann kann auch schon, ist einfach mehr Potenzial da und wie wir quasi jetzt das leichter schaffen, schneller schaffen, dass an diesen Stellen Leute sitzen, die sich dafür interessieren, die es unterstützen und auch ihre Rektoren erreichen und sagen, aus welcher Argumentation heraus ist es wichtig, dass wir das machen. Und natürlich jetzt am Anfang der Bewegung im Sinne von der, wir setzen uns jetzt an Hochschulen durch oder wir fangen da an, ist natürlich noch ein großer Vorteil. Wir sind noch neu dabei, wir können da noch sagen, wir sind da die Elite, die Vorreiter und es wird natürlich dann irgendwann in hoffentlich relativ schneller Zeit, also ich hoffe dann in 6 oder 7 oder 8 Jahren nicht mehr ganz so toll zu sein, weil einfach dann schon mal einfach als Nachzügler wahrgenommen wird. Das ist so ähnlich wie wenn jetzt eine Hochschule jetzt auf Facebook eine Präsenz aufmacht. Also das ist
zum Teil denen ja wirklich noch eine Pressemitteilung wert. Es ist ja dann doch eher, glaube ich, für Leute, die einfach erleben, dass Facebook eigentlich eher absteigender Ast ist, jetzt überdramatisiert, aber einfach Standard ist, in gewisser Weise eher eine kleine Lachnummer zu sagen, wieso schreiben die jetzt eine Pressemitteilung, dass sie jetzt einen Facebook-Account haben. Und ich hoffe halt natürlich, dass es bei OER auch irgendwann so weit ist, dass es einfach eher so ist, so da ist noch ein Nachzügler dabei und dass jetzt halt einfach die Chance noch besteht, sich auch klar zu positionieren als Hochschule. Und ich hoffe, dass es halt einige ausnutzen und auch dann entsprechend belohnt werden durch eine öffentliche Aufmerksamkeit, durch Presse, so wie die, wie zum Beispiel auch das OER-Schulbuch, das erste Jahr belohnt wurde letztlich, dass es endlich mal ein Schulbuch gab und dass dementsprechend halt auch Zeit und andere Magazine und Zeitschriften darauf aufmerksam geworden sind. Und dann reden wir mal ein anderes, weil da gibt es natürlich dann auch irgendwie wieder Effekte, die vielleicht gar nicht so rosig sind von OER, aber ich glaube, das ist nicht Thema von der Reihe jetzt. Fühl dich frei. Fühl dich frei. Es gibt genug Platz im Internet, als wir es länger machen können hier. Das ist halt schon die Frage. Also ich bin ja total, ich bin schon einfach überrascht. Ich meine, ich fühle mich jetzt ja selber gar nicht sehr alt und da ist für mich jetzt einfach die Perspektive von 8, 9 Jahren, wo ich mit dem Thema OER angefangen habe. Wie gesagt, ohne dass es überhaupt einen Begriff dafür gab. Es gab kein OER. Es hat an so vielen Stellen wurde dazu gearbeitet, aber es waren trotzdem noch sehr übersichtliche Stellen. Das sind immer noch die gleichen Personen, die jetzt immer noch OER machen. Wir kennen uns ja quasi alle noch. Ja, sag ich, Marco Kals, Markus Daimann aus ähnlichen verknüpften Projekten, Graham Atwell. Das ist eine ganz kleine Szene. Auf einmal gibt es ganz viele, die sich zum Thema OER beschäftigen. Ganz viele Experten. Und natürlich mache ich mir auch Gedanken, was passiert jetzt eigentlich, wenn es dann doch irgendwo Mainstream wird. Und für mich ist zum Beispiel faktisch momentan eine ganz große Herausforderung, ordentlich zu referenzieren und die Creative Commons Lizenzen auch wirklich zu berücksichtigen. Und da würde ich mir zum Beispiel so wirklich notwendige, überfällige Schritte wünschen. Und die gibt es ja auch erste Entwicklungen jetzt bei der Chaos Computer Club Konferenz. War ja auch jetzt einer, der halt eben beschrieben hat, wie er quasi versucht, in seinen Tools das zu implementieren, dass dieses ordentliche Zitieren und Referenzieren auf die Lizenzen praktisch automatisch unterstützt wird. Und da wird unglaublich viel passieren müssen. Und dann gibt es natürlich auch bestimmte Effekte, dass OER von kommerziellen Firmen ausgenutzt wird, in Anführungsstrichen, dass quasi man einfach das Gefühl hat, wenn ich jetzt da quasi OER mache, dann wird Google oder wie auch immer davon profitieren, wie Google, also ist ja auch so zweischneidig, Google und Wikipedia, das ist ja eine spannende Kooperation letztlich, dass es immer ganz oben gelinkt wird. Natürlich ist es ein Vorteil für Wikipedia, faktisch ist es aber auch ein Vorteil für Google. Also, und das wird natürlich auch bei OER dann weiter passieren und das wird nicht von allen gerne gesehen werden, dass dann quasi kommerzielle Interessen auch realisiert werden mithilfe von OER. Das ja oft in der Absicht entstanden ist, eben kommerzielle, also interessenslos zu sein, was Kommerzielles angeht. Und das sind aber dann wirklich, das sind jetzt Luxusgedanken, die ich gerade hege und pflege, aber das sind so die nächsten Schritte, wo ich halt vermute, neben dem Let's Remix, wo einfach, also wo technischer Art Unterstützungsnot absolut notwendig ist und wo auch einfach dann wieder halt so die The Dark Side of OER Effekte auftreten, wo es halt zum einen ausgenutzt wird, zum anderen einfach Effekte gibt, die man halt so am Anfang gar nicht so gesehen hat. Es ist kein positiver Schluss. Wir müssen jetzt irgendwie die Kurve kratzen. Nein. Also mein Hintergrund für diese Luxusgedanken ist ja, dass ich halt sehe, dass es wahnsinnig viel passiert ist. Und ich erlebe das nicht als Buzz. Es ist schon ein gewisser Hype und eine gewisse Aufmerksamkeit da, aber weil es in der Natur der Sache liegt, dass das Ganze quasi nicht wieder verschwinden kann, ist es für mich, hat es einen ganz anderen Wert. OER, was als OER mal da war, ist da und bleibt nachhaltig da. Ja. Auch die Wikipedia ist ja nicht, also die konnte sich ja quasi nur kontinuierlich verbessern, weil ja nicht immer wieder ganze Datenbestände gelöscht worden sind. Und das ist ähnlich wie bei OER auch. Und dadurch ist es ihnen gelungen, quasi alle Lexika und auf der ganzen Welt faktisch obsolet zu machen. Ja, es gibt ja praktisch kein Lexika-Betreiber mehr, das herkömmlich im Print zur Verfügung gestellt wird wegen der Wikipedia. Und ich hoffe halt, dass es im OER-Bereich ähnliche Effekte gibt. Und ich würde auch darauf setzen, eben weil alles, was geschaffen wird oder entsprechend veröffentlicht wurde, ist mal prinzipiell da und kann dann eben leichter verwendet werden für zukünftige Projekte. Und das ist ein großer Unterschied zu irgendwelchen anderen Trends, die wir halt so als Trend wahrnehmen. Beispielsweise eben MOOCs oder Web 2.0 oder wie auch immer oder auch Lernen mit Facebook. Ja. Das ist ganz fein, wenn jemand in Facebook eine Gruppe hat und so, aber das ist jetzt nicht substanziell von Bestand. Das war halt mal irgendwie ganz hip, da hat man es halt so gemacht oder man hat irgendwie sich da getroffen oder verwendet jetzt Google Plus oder verwendet Hangouts oder weiß der Kuckuck, was man gerade macht. Aber das ist jetzt irgendwie kein
Das ist halt einfach ein Hype, das ist auch wichtig und auch neuartig, also die Effekte von Neuartigkeit sind wichtig in der Pädagogik, aber das OER hat einen spannenden Aspekt halt, dass es einfach war, alles, was ich da gemacht habe, ist da und bleibt weiterhin da und es kann mir keiner mehr nehmen quasi. Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit in der Hype-Debatte, dass sozusagen erwartet wird, dass das, was jetzt da ist, doch ganz großartig sein müsste oder ganz großartige Effekte haben müsste. Aber wahrscheinlich ist es da, wo, weiß ich nicht, Wikipedia vor 9 Jahren stand oder sowas. Wo man sagen muss, es ist ganz wichtig dafür, dass die Wikipedia vor 9 Jahren da war, wie sie damals da war, für die heutige Wikipedia. Mhm. Aber vielleicht ist das auch mit dem Remix und die UEUs so, also dass man sozusagen eine Geduld braucht. Also auch im anderen OER-Projekt haben wir gesehen, irgendwie, wir haben sozusagen was gemacht, was sozusagen zum Remix gedacht war, freigegeben war, aufgefordert war. Und das interessierte niemanden so richtig. Und nachdem wir es dann in Anführungszeichen aufgegeben hatten, zumindest da groß irgendwie für hinterherzulaufen und so weiter, dann hörte man plötzlich so aus kleinen Einzelecken ein Jahr später, ach so, nee, das haben wir gemacht, wir haben das auch weiter genutzt für uns und haben das bei uns anders entwickelt und so weiter. Und ja, man muss 2 Jahre später kommt vielleicht nochmal was anderes. Ja. Ja, wir müssen die auch einfach sehen, das ist ja wie bei allen, ob es jetzt OER ist oder nicht, wo es bei wir gerade von unserem Projekt total begeistert sind. Das ist ja nicht das, die Sache, das Thema, das gerade in dem Moment die anderen alle berührt. Genau. Und aber das eben das Feine ist eben, es ist da und man kann es danach auch noch machen. Und das ist irgendwo, und ich sage ja, für mich ist auch diese ganzen bildungspolitischen Entscheidungen, die sind total wichtig, weil die sind für mich Treiber, aber wirklich Treiber im Sinne von, die können, also als Katalysator wirken, ist auch so ein Bild, meinetwegen auch als Hebel, also das ist ja auch so ganz spannend, das ist ja kulturell immer so kulturell abhängig, was man als Bild quasi nimmt. Bei uns heißt es ja immer Treiber und Hebel manchmal und Katalysator ist anscheinend eher im englischen Sprachraum. Also was auch immer der physikalische Zusammenhang ist. Es ist natürlich es passiert viel mehr, wenn es jetzt bildungspolitische Entscheidungen gibt, Unterstützungen gibt, Fördermittel gibt, Anhörungen gibt etc. Aber wenn es nicht gibt, wird es auch kommen. Es wird halt nur sehr viel länger dauern und sehr viel zäher sein. Mhm. Dann nutze ich jetzt das nochmal für einen Querverweis auf unseren anderen Podcast in dieser Reihe zu Politik und Administration. Ich weiß gar nicht, ob er am Ende so heißen wird, wenn wir ihn veröffentlicht haben. Das ist immer eine schwierige Podcast, das ist ja immer so eine Zukunftsreise. Man spricht zu Leuten in der Zukunft. Also Politik wird drinstehen. Administration tun wir uns immer noch schwer, mit so zu nennen. Vielleicht hast du einen guten Vorschlag. Also wir denken natürlich so an den amerikanischen Administration-Begriff. Aber zu sagen, okay. Politik und Behörden hört sich ja jetzt auch nicht so sexy an. Ja, das ist nicht sexy. Gut, 1 Stunde, 20 Minuten später. Dann machen wir jetzt, ich bin jetzt auch bei den physikalischen Metaphern, das Fass zu. Danke fürs Gespräch, Jörn. Ich danke. Alles Gute. Danke, ebenso.